Hi, der Witzker, Kapitän. Guten Abend. Herzlich willkommen. Haben Sie das schon mal gesehen? Ich muss schon den Rechner ein. Dann gucken wir mal, ob der Schrank noch Laufwerke parat hält. So, gucken wir. Wir gucken. Wir installieren heute den Empfang an. Wir setzen Windows neu auf und so. So, eruieren wir mal kurz. Jetzt noch die M2 hier. Da ist eine JATA SSD. Sagt da nichts. USB-Stick, nicht wirklich. Motherboards. Flashkarten, ein Lüfter, was ist das? Externes Gehäuse, okay, ich sehe schon. Okay, gut. Verstanden. Es gibt Schlimmeres. Hallo. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Winke, winke. Schauen wir doch mal. Wir wollen erstmal beim Windows 11 Stick. Es gibt bestimmt wieder eine neue Windows 11 Version. Schwengeldengel. Möglicherweise. Erstmal einen neuen Stick machen. Hallo der Dashi, vielen lieben Dank. Ja, erstmal den Pop-Out-Chat machen, der ist größer. Augenfreundlicher. Hey, Mr. DJ. Ist denn heute schon Samstag? Ich glaube nicht, Forrest. 22H2 noch aktuell. Wie verrät mir der Stick, welche Version er hat? Und es gab doch eine Version, die wurde kurz darauf nochmal gepatcht, weil sie buggy war. Da bin ich mir jetzt schon gar nicht mal so sicher, ob ich den geupdatet hatte. Hi, Mai Tecke. Dankeschön. Alles gut, ja. Ich hoffe bei dir auch. Windows 11. Zip. Setup starten und abbrechen. Und dann in der Konsole WinFair eingeben oder was? Rufus kann jetzt auch ISO downloaden. Das ist mir alles zu kompliziert. Hi Pepsi Man, grüß dich. Und Dark Parrot Oxworm. What? Wie heißt das Ding bei Microsoft? Das heißt Windows Movie Maker. Media Creation Tool. Windows Movie Maker. Wir googeln alle mal. Nee, ist auch nicht so schlimm. Wir installieren eben einen neuen. Du weißt, dass wir Dienstag in der Arbeitswoche haben, oder? Ehrlich? Shit. Du brauchst ja nicht immer die neueste Version. Windows updatet sich ja dann auch. Ja, klar. Das geht auch. Wer zu viel Zeit hat. Kommt jetzt, so lange dauert das doch nicht. Das kann doch nicht so schnell sein, wie alle Server neben den anderen Servern. Torwart. Ich habe das Tool gestartet, oder? Da geht ja schon gut los. Darum arbeiten wir auch gerade. We are the working people. Ich sag nochmal, ja, da war Windows und jetzt passiert nichts mehr, oder wie? Cooles Tool. Astreine. Das funktioniert ja mal prickelnd. Die Windows Firewall ist deaktiviert. Ja, wegen der Sicherheit. Ach stimmt, da muss ich alles neu machen. Aber hier sind interessante Dinge drauf. Hier war noch eine Ryzen Blender Animation. Na guck mal, als Admin geht's. Natürlich. Ich
Ich finde, es kann ruhig wieder Samstag sein heute, Tandor. Das ist, finde ich, sehr schön. Das ist schön zu hören, sowas. Saturday, 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 Saturday. Ich bin seit 4.30 Uhr wach und jetzt schmeißt er den Stream an. Nein, es passiert heute nichts. Hier passiert nichts. Gehen Sie ruhig weiter. Nichts mehr machen. Ihr verdient meinen größten Respekt, dass ihr so früh hochkommt. Da komme ich ja meistens immer erst ans Liegen. Das ist der Wahnsinn. Mein Rhythmus ist dezent kaputt. Minimal. Minimal im Sack. Minimal im Eimer. Guck mal. 9% mit 110 Watt. Läuft bei uns. Die Mail ist heute rausgegangen nach Detmold. Sehr gut. Ich muss meine Brille einpacken für den Augenmeister. Das können wir doch eben machen. Celebri, danke dir für den Prime-Sub. Wupp, wupp. 3 months. Mega. Kann ich von dem Rechner aus hier drucken? Müsste eigentlich gehen. Das können wir doch eben erledigen hier. DHL. Sonst noch welcher Versanddienstleister.de. Parkett. So, das fällt mir gerade nämlich ein. Dinge erledigen. Das Lustige ist, ich musste ja jetzt Strom und Gas wechseln. Musste ich wechseln. Weil mein Anbieter gesagt hat, nee, wir liefern nur noch lokale und nicht mehr bundesweit, weil wegen Situation. Ja, alles klar. I have to play. Schwingeldengel. Pepsi-Man! Also Anbieter gewechselt zum hiesigen Versorger. So, und der hat mir dann erstmal die Ersatzangebote gemacht. Schockschwere Not. Ist ja gerichtlich nicht haltbar, dass die Ersatzlieferungen machen. Müssen nicht in die Grundversorgung stecken. Habe ich dann dreimal da telefoniert, durchgekommen. Ja, Grundversorgung. Ja, beantragen Sie das einfach, dann kriegen Sie das auch. So. Okay, Punkt 1, ich habe nie bestätigt bekommen, dass ich jetzt bei Gas und Strom in der Grundversorgung bin. Punkt 2, einmal haben sie dann einen Brief geschickt, wo sie Lastschriftmandat haben wollen. Das habe ich jetzt ausgefüllt. Und jetzt habe ich heute die Bestätigung bekommen, Lastschriftmandat wird gemacht, das sind ihre turnusmäßigen Abbuchungen. Aber ich weiß nicht, wofür. Ich weiß nicht, ob das für Gas oder für Strom oder für beides ist. Machen die Stadtwerke das dann als Einbetrag für beides? Eher nicht, oder? Also insofern, mal gucken, wofür diese 330 Euro sind im Monat. Keine Ahnung. Ich habe eine Vertragskontonummer, immerhin. Man könnte ja wenigstens das Produkt erwähnen, nebenläufig, ob das Strom oder Gas ist. Nein? Okay, dann nicht. Wahrscheinlich ist es Gas bei dem Betrag. Aber gut. Es müsste Gas sein. Ach, nee. So, der Augenmeister, Malte Kretschmer. 30 Google-Rezensionen, 5 Sterne. Wundert mich nicht. Bei mir sollte es beides zusammen sein. Okay, das ist top secret, ja. Ich glaub's auch bald. Weiter zur Adresseingabe. So, Copypasta, ne? Very good. Also bei uns in Dortmund wird das immer in getrennt gemacht. Ja, also ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass sie es trennen. Ich meine, ich war bisher bei den Stadtwerken Flensburg. Die haben es auch getrennt. Da waren es auch 2 Produkte bei denen. Schleimraussauger, Servus. Wofür Heizung bei den ganzen Rechnern? Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist es trotzdem kalt im Wohnzimmer. Auch in meinem Zimmer ist kalt. Nur weil man Rechner hat, heißt das ja nicht, dass sie laufen. Komischerweise. Merkwürdig, oder? Verstehe ich auch nicht so ganz. Man hat Rechner und sie laufen nicht. Aber jetzt wird es wieder kühler, jetzt lasse ich mein NAS wahrscheinlich wieder laufen, damit da hinten ein bisschen Luft geht in der Ecke. Dam, dam, dam. In Braunschweig. 38112. Dum, dum, dum. So. Wie jetzt? PCs kann man ausschalten? Verarsch mich nicht. Ja, man kann auch weniger als 5 Monitore haben. Unter Umständen. Im Ligusterweg. Jawohl. Schönes
Schöne Location ist das. Ist ziemlich geil. Aber war ja leider bisher immer nur mit Monster-Tag, mit Hin- und Hinfahrt und Rückfahrt an einem Tag. Jark. Anstrengend für mich, ist too much. Also für mich an einem Tag so 600 Kilometer abreißen, danach kannst du mich zu nichts mehr gebrauchen. Ich habe 135.634 unnütze Gummipunkte hier. Und wie viele Punkte hast du in Flensburg? Einen, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen bekommen für Handy am Steuer. Leider. Naja, was rufe ich meine Frau auf 20 Minuten, nachdem ich losgefahren bin, an? Seitdem habe ich jetzt das neue Handy bereits per Bluetooth direkt registriert. Ich habe meine Lektion gelernt. War es wenigstens ein Stream? Das mit dem Handy? Nee. Nee. So. Malte Schatz. Wo haben wir was? Hast du da was? Bestimmt. Gibt's da kein Impressum? Frage der Fragen. Was gibt's heute? Heute installieren wir das Grafikkartentestsystem. Handy am Steuer, warum ein Handy, wenn es gefahren ist? Ja, ich hatte es tatsächlich nur, die haben ja einen Blick dafür, wie man den Körper wahrscheinlich hält. Ich hatte es tatsächlich eigentlich runterhängend rechts neben mir auf Freisprechen. Und es war was total Belangloses, oh, wie das halt immer so ist. Warum hat seine Website kein Impressum? Versteckt? Da ist eine E-Mail. So. I got it. Soll er auch eine Benachrichtigung kriegen? Er bekommt bestimmt keine E-Mails. So, DOMV. Very good. Guten Abend, der Obelix. Kid, jeder braucht einen. Malte muss auch nochmal was schicken. Cracky. Ja. Servus, Keule. Ja, genau, wir knallen. Immer am Ballern. Immer am Ballern sind wir. Nonstop ballern. Hallo, Kabelmanager. Ich zwinge ja niemanden hier einzuschalten. Man hofft ja immer, dass der Sack Reis irgendwo umkippt und man sich dann den Abend gut vertreibt. Ich dachte mir, heute kannst du einfach mal wieder selber bobbeln, anstatt dich einfach nur berieseln zu lassen. So wie ich es die letzten beiden Abende gemacht habe. Und insofern, vielleicht gibt's ja interessante Themen. Oh baby, baby, bala, bala. Ach, come on, Groß- und Kleinschreibung. So. Zack, zack. E-Mail-Adresse. Genau diese. Weiter zum Warenkorb. Ich habe jetzt übrigens ein grünes Fractal Design Pop Air bei Notebooks Billiger bestellt. Zu gut für die Kinder, ey. Zwingt uns vielleicht nicht, aber die Sucht zwingt uns dazu einzuschalten. RTL steigt aus der Formel 1 Übertragung nun komplett aus. Wunderbar. Ist das eigentlich die erste Bastelnacht in 23? Der Titel nummeriert durchhirschfrei. Spoiler-Alarm. Ich nummeriere die Bastelnacht jetzt. Jetzt muss ich nicht mehr kreativ sein. Die kriegen einfach alle Nummern. Ist doch geil, oder? Dann wissen wir ja, die wievielte Bastelnacht das war. Kein Kauf ist umsonst. Niemand wird zurückgelassen. Will ich eigentlich, mit der E-Mail will ich nicht bezahlen. Ich will mit einer anderen E-Mail bezahlen. Mit der Umsonst-E-Mail. @umsonst.de. Ja, muss. Irgendwann mache ich ein Video dazu, wie man umsonst ist. Ne, da müsste noch ein Guthaben drauf sein. So. Dann habe ich gleich zumindest schon mal das Versandlabel. Das ist doch mal gut. So. Wollen ich die gleich merken? Nein! 10 Minuten Mail. So, guck mal, ich drücke ein Paketlabel gleich und dann ist das Ding doch schon fertig. Mega. Versandmarke. Bam.
Very good. So, stoßen wir einen Druckauftrag an, in der Hoffnung, dass der Drucker gleich Hallo sagt. Das ist immer so mit der Fritzbox. Das ist zwar ganz geil, USB-Geräte an die Fritzbox zu hängen, aber das ist nicht immer hundertprozentig zuverlässig. So, der Stick ist bereit. Das ist sehr gut. Die Daten habe ich gesichert, die relevant waren. Dann fahren wir das Ding mal runter. Und ich mache mal kurz den Drucker an. Ich bin sofort wieder zurück. Mein Gott, ey. Also leichter Kampf mit dem Druckergerät. Und 27 verworfene Frames später hat es echt geklappt. So. Wahnsinn. Okay. Ja, genau. Druckt der Drucker immer weiter und weiter und weiter. Aber ist alles cool. Jetzt hat es funktioniert. Ich habe übrigens auch wieder Backpulver am Start für den Einsatz mit Sekundenkleber. Da ich ja nicht rauche, muss ich mir mit Backpulver behelfen. Der Spruch passt überall, ja. Hier ist überall meine Adresse. Das ist ja unheimlich. Auf dem Tisch ist die Adresse. Ganz wichtig. Ganz dünnes Eis. Jetzt machen wir mal lustigerweise, legen wir mal einen Rechner hin, machen wir den mal auf. Bauen wir erst noch eine NVMe ein, weil ich denke, 1 Terabyte wird ein bisschen eng. Jetzt überlege ich. Haben wir hier Platz für eine 2,5er? Ich glaube, da ist kein Tray drin, ne? Tray Charles. Nö, keine Trays da. Tray Star. Wir hätten aber SATA-Strom. Man könnte die auch einfach da hinhängen, ne? So ganz klassisch. Aber wir können auch einfach eine NVMe verbauen. Wir verbauen die NVMe. Ist eh lustig zu wissen, ob... das passt mit dem Wasserkühler und dem Monoblock da drauf. Also dem Mono... Tony Mono. Forget about Trey. Hey. You better forget about Trey. So, forget about Freeman. Doppelseitiges Druckerband. Bio sogar. Trayman, always wanted you to go into Trayman. Ja, das ist so wunderbar bei dem Mainboard hier, dass es so ein Monokühlblock ist. Für alle drei NVMe-Steckplätze. Wie waren die Temps von der IO? Weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass die CPU jetzt immer durchboostet, aber sie ist ja auch Curve-optimiert. So einen schnelleren 58X3D geht wohl nicht. Also in dem Sinne hat es sich gelohnt. Aber die IO bezahlst du. Die kostet 150 Euro. Ne? Oh, sieht nett aus. Pumpe ist unauffällig. Funktionuckelt. Jetzt muss ich tatsächlich wieder ins Wohnzimmer flitzen für mein Dingsbums. Für mein Werkzeug. Weil wegen Handy-Reparatur. Das war aber eigentlich ganz cool mit dem Handy. Weil ich jetzt das erste Mal quasi so ein verklebtes Handy aufgemacht habe. Also vorher mit dem Föhn bearbeitet und dann
Dann bin ich tatsächlich mit dem Zeranfeldschaber dazwischen gegangen und habe die beiden erstmal voneinander getrennt. Das hat gut funktioniert. Na, guck mal, bei der Gelegenheit können wir auch nochmal schauen, ob wir hier noch ob wir Wärmeleitpad-mäßig noch was anderes haben für den Chipsatz vielleicht. Ja, ich glaube, da müssten wir komplett abmachen, ne? Da ist ja quasi einmal eine Brücke zu dem großen Slot, weil das der Lüfter da hochgedreht hat, das war schon nervig. Kein gebogenes Display, nee. Das war ja zerbröselt. Eine Ansaugkraft hier. Ich habe doch keine Schraube vergessen. Nein. So. Na, da haben wir neues, da haben wir schon ein neues Pad drüber gemacht. Da ist die Kingston hier unten. Die kann da auch bleiben. Bisschen zu viel Wärmeleitpad. Ja, mein Gott. Und dann würden wir einfach eine Gigabyte nach da oben packen, gell? Aber hier ist halt schon maximaler Kontaktsport. Könnte nur das Neue hier nehmen und nach oben bappen. Aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Das klebt schon zu hart. Egal. Maddy, guten Abend. Heat of the moment. Muss ich die verschrauben da? Nee. In der Mitte müsste ich sie verschrauben, oben nicht. Very good. So. Also 1 Terabyte Aorus M2 NVMe und dann eine Kingston KC 2500. Wobei ich überlege, ob ich da auch die Aorus reinmache. Aber, nee, komm, lass mal gut sein. Eine Gen 4 und dann für die kleineren Games kann man die andere nehmen. Und dann kann man immer noch gucken. So. Hier oben, das passt also gerade. Aber es passt. Namen Skywalker. Heat of the moment. So. Firewire-Karte wieder rein. Und the Graphics Card. Headhunter! Ja, Dominate RAM. Dominieren Sie mich, gut. Der war auch teuer. Aus wie ein Pokéball. Pokémon. Komm und schnapp sie dir. Gonna catch them all. So. Radeon. Ja, das ist die 7900XTX. In dem Fall aus dem Hause XFX, aber es ist eine von AMD gebaute. Oder eine, die AMD hat bauen lassen. Sie ist nicht hundertprozentig in Ordnung.
Aber ich glaube, ein Standard-Bench-Parcours schafft sie. Die XFX XTX. So. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Schwupp. HVPTA. Danke dir. Servus. So, Deckel drauf. Wenn das mal genug X ist, genau. Ich finde es übrigens lustig, wie die ganze Hardware-Gemeinde wieder meint, irgendeine Namensgebung vorschreiben zu müssen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört, dass die Leute sagen, dass die 79XT ja eigentlich eine 78XT hätte sein sollen. Bla, bla, bla. Also als ob das was Neues wäre in der Hardware-Welt, dass Produkte sehr ähnlich heißen teilweise. Und das eine X macht halt einen Unterschied. Früher gab es die 9600. SE, XT und Pro. Oh mein Gott! Und so ein Leistungsunterschied zwischen der XT und der SE. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? So, wo ist... Auch damals haben wir das irgendwie überlebt. Ohne Internet. Aber die SE hätte dann eigentlich eine 9400 XT Kerdigas sein müssen. Sollen. Wollen. LE bei 9.6? Weiß ich gar nicht. Kann sein, ja. LESE. Ole, ole. Pro Super Ultra. Ich meine wirklich, also nicht falsch verstehen, das RTX 4080 Ding mit der Speichermenge finde ich dann mehr verwirrend als wirklich... wenn ein Buchstabe komplett fehlt oder so. Also einfach nur anhand der Speichermenge das auszumachen, ist dann schon irgendwie frech, weil du gehst halt irgendwie nur davon aus, okay, die hat weniger Speicher und das war's. Aber ja, ich sehe das immer mit dem lachenden Auge, dass die Leute alle meinen, das müsste aber eine 78XT sein, nicht 79XT. Hä? Ja, dein Leistungsunterschied ist zu groß. Mhm. Nein, doch. Oh. Ich finde das immer lustig. Absolut. Absolut zum Schießen. So. Ich habe alle Daten gesichert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie gesichert habe. Ansonsten sind sie jetzt weg. Wie kommen die Leute darauf? Ja, weiß ich nicht. Die regen sich halt... Das ist... Hardware-Guys regen sich halt über alles auf, so aus Prinzip. Oh Gott, jetzt müsste ich nur wissen, welche ist. Sie sind beide gleich groß. Nein! Aber ist eigentlich scheißegal, ne? So, machen wir hier einfach entspannt 200 und. Wir machen 300 und. Ach, Kacke, Mann. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich eigentlich noch sichern wollte. Kann ich nicht abbrechen, ne? Jetzt ist es zu spät, ne? Ja, ich könnte es auch zurückholen, aber nee, kann ich jetzt nicht machen. Kacke, ist das ein Gigabyte Aorus Gen 4? Ich hatte zwei ASRock Mainboards, die damit immer wieder Bluescreens machen, trotz neuester Firmware. Auf anderen Systemen habe ich keine Probleme. Vielleicht, weil es bei dir auftritt. Die habe ich ja in meinem Aqua betrieben. Gab es keine Probleme mit. Aber ja, es ist sie, ja. Egal. Ist scheißegal. Ist kackegal, ob das jetzt auf einer Gen 4 ist oder auf der Gen 3. Ist egal jetzt. Ging mir jetzt nur um den Flight Simulator. Ich habe den gestern Nacht noch geupdatet, wollte ihn eigentlich noch aufs NAS schieben. Naja, egal. Wir können ja gucken, aber ich glaube nicht, dass ich es jetzt auf die Gen 4 installiere. Ich denke, ich installiere es auf die Gen 3, dann sind die Daten eh weg.
Ansonsten, wenn die Gen 3 noch unberührt sein sollte, nachdem Windows drauf ist, dann könnte man ja Testdisk machen und dann die Partition wiederherstellen. Einige sind in der heutigen Zeit leicht zu triggern. Ja, ich ja auch. Ich lasse mich ja auch triggern davon. Weil ich es halt so unnötig finde. Oh mein Gott, ein Produkt hat einen Namen, einen anderen Namen. Nee, der Name gefällt mir aber nicht. Hä? Okay, gut. Tu es. Reg dich halt drüber auf. Nur noch 90% okay. Oh nein! That's less. Funktioniert das eigentlich, dass du Windows Installation streamen kannst? Ja, die Magie ist Ausrufezeichen Detlef. Ein gesondertes System, was den Stream befeuert. Da hängen halt die ganzen Kameras dran. Und Sound Setup und es ist ein Streaming-PC. Und dann gibt es so Produkte wie HDMI-Splitter, die dann das Signal von 1 auf 2 teilen und dann geht's ab. GT, GTS, GTX. Skandal! Ich stelle mir mit Taichi nochmal die RGB aus, wenn der PC runtergefahren ist. Bin irgendwie zu doof zum Googlen. Ich habe ein Video dazu gemacht, Aki. Such mal auf YouTube. Moment, wie habe ich es genannt? LEDs laufen bei ausgeschalteten PC noch oder so? Und dann findest du es direkt. Komm, Leute, einer findet das von euch. Ich könnte es natürlich auch machen, aber ich warte lieber. Aber ja, es ist die Deep Sleep-Funktion, die man aktivieren muss. Ich könnte es natürlich jetzt nochmal für dich zeigen, ne? Ah, zu spät. Hallo Rocks and Socks. Hallo Windows 11. 11. Deutschland. Yes, please. Hallo Gringo. Deutsch. Überspringen. Sprung in der Schüssel. Wir suchen nach Aktualisierungen. Internet sollte er sogar haben. Ein Wunder, ich habe den Rechner hingelegt und wieder hingestellt und das Netzwerkkabel ist nicht rausgehüpft. Fritzbox hat's gefunden. Danke, Fritzbox. Wenn man sucht. Eigentlich kriege ich es immer ganz gut hin. Bieringer, genauso machen wir es. Deutsch-Schweiz ist mit Akzent. Die haben vielleicht irgendwelche Sonderzeichen, ne? Die haben doch auch Französisch als Amtssprache, oder nicht? Oder was, Italienisch? Die haben alle drei, ne? Ich meine, die haben alle drei. Schweiz hat ein Doppel-S. Ah, ehrlich? Quasi als Single-Taste. Im Ernst jetzt? Das ist ja crazy. Die Alpenhorn-Taste. Heidi! Ach. Nummernblock wieder aus. Warum ist der Nummernblock immer aus? Früher gab es das immer als gesonderte BIOS-Option. Irgendwie ist das mit der Zeit, glaube ich, verschwunden. Willkommen zurück. Von Streamer wiederherstellen. Nein. Von Viskose-Gesicht wiederherstellen. Nein. Von Tachbuch wiederherstellen. Nein. Vom Panda wiederherstellen. Nein.
als neues Gerät einrichten. Wirst du dir einen von den Ryzen 7000 X3Ds holen, wenn sie nächsten Monat kommen? Frage nur, weil hast ja auch den 5 Watt X3D, oder? Wenn ich den Goldesel finde oder AMD auch nochmal an Hardware-YouTuber denkt, dann ja, bestimmt. Aber so wird's schwierig. Dafür habe ich in den letzten Monaten zu viel investiert, ohne dass ich es rentiert hätte. Ist leider so. Der Davito, der auch ein gesundes Neues. Ich sage mal zu allem Nein hier. Nein. Individuell gestalten. Überspringen. Verwenden Sie Ihr Android-Smartphone von Ihrem PC aus. QR-Code wird erstellt. Nein. Ihre Daten mit OneDrive sichern. Nein. Der 7.9 ohne X wäre durchaus interessant. Ja, ja. Besitze ich halt auch schon den X. Und betreibe ihn ja quasi wie ein 7.9er. Also insofern. Genauso macht man das AMD. Warum nicht gleich so? Ja, aber Billy, warum sollte ich den Online-Zwang umgehen wollen, wenn ich zum Beispiel einen Flight Simulator auch machen will? Dauert ja ewig. Live Exit, du hast noch nie Windows 2000 installiert, oder? Doch, bestimmt hast du damals jeden Tag gemacht, richtig? Oder von Windows 3.1 von Diskette. Yay! Ja, eben, also da wir werden ja so verwöhnt, was das angeht mit 10 und 11. Das ist schon ein Träumchen. Wie viele Disketten hatte 98? Da muss man sich, glaube ich, erst einen Diskettensatz erstellen, aber dann waren es 32? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder 98 gab es nicht mehr auf Diskette. 95 war das. 98 gab es nicht mehr auf Diskette. So. Ah, guck mal, siehst du die Gen 4? Ja, gut, ist egal, dann sind die Daten halt futsch. Zu Geräusch der Diskette hören konnte, ob es Fehler gibt oder nicht, ja. Trat, 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 trat. 599.000, natürlich. Da ist der USB-Stick-Funk dazwischen. Hau ab mit deinen Buchstaben! Ich will dich nicht. Bist du froh, dass du Windows 7 hast? Okay, du bist schon... Oh. So. Muss man teilweise auch das Risiko lieben, ne? Aber ist ja auch okay. Soll ja jeder machen, wie er mag. 95 hatte 21 Disketten. Na ja, gut, dann war ich knapp daneben, ist auch vorbei. Ich wusste auf jeden Fall, dass er eine 20er ist. 20, 30, so hatte ich jetzt gedacht. Und 3.1 hatte 7. Und eine Extra-Diskette. Sie sind fast eingerichtet. Mhm. Aber es ist ja, es ist auch immer wieder, es ist total unterhaltsam. Wenn ich nur
wenn ich nur ein Windows installiere, ja, jetzt mache ich schon wieder die ersten Fehler, ja. Ich gehe auf eine Hersteller-Website und lade mir einen Treiber, anstatt irgendein Tool zu benutzen. Es ist so unterhaltsam, wie leicht sich alles und jeder triggern lässt. Durch solche banalen Sachen. Das ist Wahnsinn. Mit Amiga groß geworden, ja. Ja, sehr cool. Treibor della Noce. AM4. Zup. Immer her damit. Chipset, Baby. Und Grafik natürlich. Wobei ich die jetzt vor kurzem geladen habe. Habe ich dies gesichert? Nee, ich glaube, ich habe das nicht pauschal gesichert. Also muss ich nochmal laden. RX 7079 XTX. Zup. Immer her damit. Trigger happy. So schlimm kann es also nicht sein. Ja, man muss halt immer das hinbekommen. Welche CPU von 7000 oder zugehörigen Mamers hast du jetzt eigentlich nochmal? Bestimmt in Zukunft auch noch Content geben, oder? Bestimmt. Ich habe das X670E Taichi, den 79X, das X670E Pro RS, den 7950X. Dann haben wir das B650E, muss ich mich umdrehen. Das B650E Aorus Master und das B650 Carbon Wi-Fi und dann noch den 76X. Habe ich alles richtig gesagt? Ich glaube ja. Na, meinst du, die RTX 4090 lohnt sich? Für wenn man ein Anwendungsgebiet für so viel Pixel Leistung hat, auf jeden Fall. Und man das Kleingeld aufbringen kann und eine entsprechende CPU hat. So wie der Knurunculus hier einfach mal 128 Monate voll macht. Mega! Nur für 1500? Ja, mehr nicht. Jetzt schau dir doch mal an, die 3090 Ti hat auch die ganze Zeit 2000 Euro gekostet. Jetzt schau mal an, was die 4090 mehr leistet. Und wenn man sie nur um 10% ihrer Leistung einschränkt, wie sparsam sie ist im Vergleich. Ja? Also entweder zieht man einfach genauso wie ich das mache, den Strich irgendwo bei 300, 400 Euro und sagt, alles darüber mache ich eigentlich nicht mit, kann ich mich nicht mit anfreunden. Innerlich habe ich beim ersten Gamer-PC, als der Bersi eine GTX 780 für 400 Euro da reingeklatscht, habe ich Kopf geschüttelt. Denn wie kann man 400 Euro für eine Grafikkarte ausgeben? Das war so mein Gedanke. Aber jeder hat halt, ne? Gibt auch Leute, die BMW und Benz fahren und gibt halt Leute, die fahren Fiat. Ist halt so. Und dann, ja. Also 4090, klar, wenn du 4K Ultra Gaming machen willst, wenn du dickes Triple Screen Setup befeuern willst im Simulator oder so, klar, 4090, way to go. Gibt's zurzeit nichts Besseres, bis die TI kommt. Wie repariert man eigentlich Grafikkarten mit Spulenfiepen? FPS begrenzen ist eine gute Antwort. Manchmal hilft auch ein anderes Netzteil. Ist ganz merkwürdig. Egal, was du machst. Stell den Rechner in einen anderen Raum oder so. Moin, AK. So, was haben wir hier noch Schönes? Audio. Erstmal entpacken. So.
Energieverschwendung vom Feinsten sollte verboten werden. Okay. Okay. Auch eine Meinung. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kannst du auch alle SUVs von den Straßen verbannen. Und dann sollten wir vielleicht auch kein Flugzeug mehr fliegen. Und Kreuzfahrtschiffe bitte auch weg, sofort. Keine Option mehr. Kein Streaming. Sofort weg. Genau, E-Autos, die fressen auch Strom. Also es wird auf jeden Fall Zeit für Tretroller. Tretroller, Internet abschalten. Ja, es gab auch so so Studien, wo dann gesagt wurde, eine Google-Anfrage würde mehr Energie verbrauchen als 20 Fahrzeuge im Jahr. Wo ich mir nur denke, wie habt ihr euch denn das zusammengereimt? Das verstehe ich nicht so ganz. Dass da Energie verbraucht wird, ist klar. Aber so viel Energie? Zu Fuß gehen, Retro. Genau. Nein, nicht das Streamen! Ja. Das ist doch so. Alles Segelschiff. Irgendwas Geschicktes wird es doch geben. Fahrgemeinschaften mit hier, mit Biertischbus da und alle müssen trampeln oder so. Irgendwas wird uns dabei einfallen. Das kriegen wir schon hin. Die müssen einfach nur alle mitmachen. Die 2 PS-Kutsche. Genau, Pferde. Auf geht's. Floß. Dynamo-Stream, ja. Das ist einfach... E-Herde sollten auch weg. Also Elektroherd auf jeden Fall auch weg. Schafft mal wieder ein paar Feuerstellen an. Müssen wir halt nur gucken, wo wir das ganze Holz herkriegen. Es ist schwierig, es ist sehr kompliziert. Und von daher, diese großen Grafikkarten, die machen eh nicht den Großteil aus. Über diese großen Grafikkarten wird immer groß gesprochen. Und die Leute, die großen Grafikkarten haben, die sind auch immer die Größten im Erzählen, dass sie die große Grafikkarte haben. Aber der Großteil der Leute kauft günstigen Kram. Und das ist ja das, was so groß ärgerlich ist, dass du groß unter 300 Euro nichts mehr bekommst. Oder beziehungsweise wir und in dem Preisbereich unter 300 Euro jetzt seit 3 Generationen auf der Stelle trampeln. Und das ist ätzend. Das ist die Kacke. Wenn sich jetzt Leute über die 79 XT aufregen, dass die 900 Euro kostet, ja, dann schaut euch doch an, ich habe für meine 68 XT einen Tausender bezahlt. Und das war zu dem Zeitpunkt ein guter Preis. Und die Leistung ist jetzt dezent besser. Für das gleiche Geld oder eigentlich noch weniger. Und wenn man bedenkt, was in der Welt los ist, ich will nicht die Preise rechtfertigen, für mich sind diese Grafikkarten auch zu teuer. Sage ich ja nicht oft genug. Aber ein bisschen was passiert schon. Aber das ist halt... High-End war schon immer teuer. Ja, aber es wird halt immer teurer. Marge muss sein, ja. Aber nicht bei den Grafikkartenherstellern. Was meint ihr, warum EVGA ausgestiegen ist? 3050 ist ein guter Kompromiss. Ja, aber außer ein bisschen Raytracing kann die halt nicht. Kann die halt wenig. Also die 3050 hat ja schon krasse Konkurrenz bekommen. Also eigentlich ist im Bereich der 3050 ist sie kein gutes Angebot. Das ist kein gutes Nvidia-Angebot, die 3050. Da ist die Arc besser, da ist aber vor allem die Radeon 6700 ohne XT besser. Die bekommst du für 360 Euro. Die ist in allen Belangen, außer Raytracing ist sie stärker. Aber in der Rasterleistung ist sie einfach deutlich stärker. Voxel Graphic Combat Needed.
Also die 6.7 ohne XT, das ist so, da gibt es irgendwie nur von zwei Herstellern. Wir installieren gerade einen Grafikkartentreiber, das flackert jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ich wollte nur schauen, wo die 3050 losgeht. Gut, die 3050 ist tatsächlich unter 300 gerutscht. 6.7er ist also deutlich teurer. Okay, sehe ich ein. Aber ich habe auch die RX 6600 ist auch von der Rohleistung her besser als die 3050 und die arbeitet in der gleichen Region. Das ist eine schöne, effiziente Karte. Aber 6.7 ist ein geiler Aufpreis und lohnt sich dann dagegenüber. Also bin ich jetzt etwas positiv überrascht, dass die 3050 dann doch ein bisschen im Preis gepurzelt ist. Und ja, ist nutzbar, ja, definitiv. Also mich hat es ja auch relativ positiv überrascht, aber war halt im direkten Vergleich, hat der Aufpreis zur 3060 theoretisch gelohnt. Ja, es ist trotzdem, man eiert darum. Bisschen sind die Preise runtergegangen. Reboot! Retrotron, ich habe halt den Eindruck, Raytracing generell nutzt du nur mit den Skalierungstennis dabei. Weil wenn du eine größere Grafikkarte hast, hast du meistens auch einen größeren Monitor mit größerer Auflösung und dann musst du wieder diese Magie benutzen. Wie ist die 3070 Ti? Die ist stromhungrig. Also die ist auf jeden Fall ein guter Öltanker. Leisten tut sie, keine Frage. Aber die ist vergleichsweise stromhungrig. Die 3070 hingegen nicht so. Ohne Magie geht's mit Strahlenverfolgung nicht viel, ja. So. Devices installiert. Devices. Devices oder Devices nicht. Dann können wir die eine Platte noch partitionieren hier. Haben wir schon. Habe ich ja schon gemacht. Hoppala. 3070 Ti ist halt relativ hungrig für das, was sie leistet. Gleiches gilt für die 6.7 XT. Da ist die 6.8er deutlich effizienter. Welche soll der nehmen? Was dein Geldbeutel sagen? Ich dir nicht vorschlagen wollen, was du nehmen kaufen. Steam.com gibt's nicht. Es gibt steampowered.com, Herr Bauer. Die RX 68 ist halt auch immer noch eine teure Karte, aber die leistet richtig gut dafür. Und sollte sie der Treiber zerstören, was ich immer noch nicht glauben kann, dass das der Fall ist, dann hast du Garantie auf der Karte. Dann musst du sie nicht zu einem zum Drittreparateur schicken. Ja, 70 Watt Differenz für 3% mehr Leistung oder so. Oder? Ja, die ARC ist hungrig. Wobei ich glaube die ASRock, ja, die ASRock war auch hungrig. Ist ja auch ein Riesenchip. Die ARC ist ein großer Chip. Darf man sich ja nicht vertun. Die wollte ja eigentlich rein theoretisch, wenn alles so passen würde von ihren Leistungseckdaten, würde die ja auch im RTX 3070 Territorium performen. Naja, effektiv sind wir halt irgendwo zwischen 3060 und 3060 Ti. Es ist halt ein großer Chip. Es ist ein Riesenchip. Und der braucht Strom, ja. Leider ja. Und es ist halt auch ein bisschen Raja Kuduris Handschrift. Raja Marx mit Saft. Nee, es ist... Da kann er ja alle mit einer ARC 380 spielen. Das geht ja auch nicht. Aber wenn wir meinem Sohnemann einen neuen Rechner bauen, dann demnächst, da wird auch... Der kriegt wahrscheinlich einen 59X. Der wird auch gnadenlos eingebremst. Der wird gnadenlos dahingehend eingebremst, wo er gerade noch beim Multicore einigermaßen performt.
Und Single Core pusht dann raus. NVMe sind alle aktuell. Aber danke, dass du dran gedacht hast. So, jetzt brauche ich eine E-Mail. Die da. Steam. I have to play Schwengeldengel. ARK A380 nicht gut. Videorendern, klar, mega geil. Aber Gaming-Performance... Nee. Nicht wirklich. Die hat halt nur 96-Bit Speicherinterface, oder? Ich glaube, die hat nur 96-Bit. Oder war das 128? Ich glaube, die hat nur 96-Bit. ARK 380. Wo steht's denn? Bin blind. Ja, 96-Bit hier. Speicherinterface. Die ist als AV1-Enkodierer, um Videos in dieses Format umzuenkodieren, ist die genauso schnell wie die großen Schwestern. Aber zum Zocken, nee, nicht schön, nicht schön. Also von der Preis-Leistung würde ich weder noch empfehlen. Und ich finde, wenn man in der Preisregion unterwegs ist, dann kann man eigentlich nur auf das dickste Pferd setzen irgendwo. Hallo PC-Maus und Marky Mark. Warten Sie mal. Genau, vielen lieben Dank, Marky Mark. So, Epic Launcher bräuchten wir, glaube ich. Driver Genius. Nee, das ist nichts gut. Das ist alles Bullshit. Diese Drittherstellerprogramme, du weißt doch nie, was die machen. Wenn die sich schon Genie nennen müssen. So wie er hier. Ja? Er ist ja auch ein Genie. Er ist absolute Genie. Der weiß alles. Ja? Wir suchen eine Figur. Ist ihre Figur männlich? Ja. Ist sie deutscher YouTuber? Ja, klar. Spielt ihre Figur Minecraft? Nee, nicht wirklich. Macht ihre Figur Videos über Videospiele? Wahrscheinlich. Hat ihre Figur ein Musikvideo auf YouTube? Also dieses Ryzen Power würde ich mal nicht dazu zählen. Ich sag mal nein. Spielt ihre Figur gern Fußball? Nee. Spielt ihre Figur GTA 5? Nein. Ist ihre Figur ein Gamer? Wahrscheinlich. Hat ihre Figur ein Haustier? Was? Sanremo Festival teilgenommen? Nein. Hat ihre Figur Dreadlocks? Moment mal, nein. Existiert ihre Figur wirklich? Ja. Seine Figur Kapitän? Oder hat eine Figur einen Kapitän gespielt? Nee. Mit drei Buchstaben? Nein. Älter als 12? Mhm. In der griechischen Antike? Nein. Etwas mit Dinosauriern? Ha, Retro-PCs, wahrscheinlich. Genauso berühmt... Moment. Hat deine Figur einen genauso berühmten, erfolgreichen Bruder? Nee. Hat deine Figur einen Tesla? Nein. Kommt deine Figur mit der Hauptfigur zusammen? Was? Nein. Trägt deine Figur einen langen weißen Bart? Nein. Trägt deine Figur langes Haar? Nein. Kommt deine Figur aus Afghanistan? Nein. Hat deine Figur etwas mit Videospielen zu tun? Das hast du schon mal gefragt, Pappnase. Wir sagen einfach mal ja. Tattoos? Nein. Ich bin Domtendo. Siehste? Das ist Driver Genius. Wenn Driver Genius meint, ey, ich habe für deine NVMe auf jeden Fall ein Update, dann kommt Domtendo dabei raus. Was ist der derzeitige Preis-Leistungstipp bei aktuellen Grakas? Ja, den werde ich noch finden. Das ist im Moment alles schwierig. Es ist immer, man muss immer sagen, also man kann einfach nicht pauschal sagen, Preis-Leistungstipp. Das gibt es nicht irgendwie. Finde ich schwierig. Wenn man weiß, okay, ich habe ungefähr Preisregion so und so. Weil ansonsten die RX66 ist eine gute Karte fürs Geld. Die RX67 ist eine gute Karte fürs Geld. Die RX68 ist eine gute Karte fürs Geld. Man hat gehört, alle ohne XT dahinter. Weil die halt schön effizient sind. Dann ist die RTX 3050. Okay.
3060 ist okay, 3060 Ti ist okay, 3070 ist okay. Darüber wird es halt irgendwie dann schon eklig. Meiner Meinung nach. Würde sich denn noch eine RX 590 lohnen? Nein. Zwei Karten zusammenschalten, das läuft in drei Spielen oder so. Und wird laut ohne Ende. Wie heißt denn das Ding? Epic Launcher. Ja, kommt auf die Auflösung, kommt aufs Anwendungsgebiet an, aber es bringt ja nichts, wenn er sagt, ich will alles 4K spielen. Und dann sagst du, ja, alles klar. Orientier dich mal RTX 4080 aufwärts, ist dann eh egal. Ja, aber mein Budget ist 400 Euro. Ja, Moment mal. Streaming in AV1 macht keine Karte. Die würden es machen. Streamen würden sie machen. Aber die Dienste machen es halt noch nicht. Twitch hat es ja einmal erprobt. Aber es bietet halt noch keinen Streaming-Dienstleister an. Leider. Findest du 750 Euro für eine 3080, 12 GB, 6 Monate alt, angemessen oder eher zu teuer? Die gab es zeitweise in einem ähnlichen Preisregion neu, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber in der aktuellen Situation angemessen, wenn die Karte einwandfrei im Zustand ist, dann ist das, denke ich, in Ordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht kann man ja noch 50 Euro drücken. AV1 müssen ja auch die Endgeräte schaffen, oder, Cracky? Ja. Aber Twitch transkodiert ja jetzt schon niedrigere Auflösungsstufen. Die Lösung ist doch so einfach. Ich meine, ich bin kein Programmierer, aber Twitch muss doch nur sagen, überprüfe, kann Endgerät AV1? Wenn nicht, liefere 720p. Zack, fertig. Und die Grafikkarten können es doch schon ganz lange dekodieren. Und TV-Sticks sowieso. Und moderne Smart-TVs erst recht. Schau mal bitte Discord PN. Ja, hast mich im Akinator gefunden. Glückwunsch. Wusste ich doch. Du hast die richtigen Antworten gewählt. Naja, sagen wir mal so, er hat die richtigen... Ah, da hat das Driver-Genius dann zugeschlagen. Dreimal weitergemacht. Ah, ich bin da echt absolut hinten dran. Dreimal drüber installiert. 57XT, 8 GB, 220 kriegt man doch gar nicht mehr neu, oder? Gibt's doch neu gar nicht mehr. Gebrauchtmarkt zu empfehlen. Da hat Jace2Sense jetzt erst wieder ein geiles Video gemacht, wie er für 600 Dollar eine gebrauchte Kiste gekauft hat. Und was war? Bei der CPU haben ein Beinchen gefehlt. Beim Maymod hat das I.O. Shield gefehlt. Großartig. Gebrauchtwagen zu empfehlen pauschal ist halt eigentlich nicht möglich. Erst recht nicht für Leute, die jetzt mal upgraden oder so. Die eh nicht voll in der Thematik drin sind. Die eh schon die Frage stellen, was will ich denn als nächstes haben? Und dann sagen, naja, hier, guck mal, hier gebraucht. Nee. Ich streame in H264. Über Kleinanzeigen Abholung ist ganz nett. Ja, und eigenen Rechner mitbringen und erstmal eine Stunde das Lieblingsspiel zocken oder so. Der hat den Ameisenbär erraten. Ja gut, der Akinator wird ja schon lange gefüttert, gell? Oh mein Gott, mit welchem Konto war ich denn hier drin? Ich probier's mal mit Steam. Den Epic Launcher so gut wie nie drauf, aber...
Die Phantom Gaming ARC 770 ist die beste Karte nach einer 89 Ti, die in mein System gekommen ist. Das ist auch natürlich ein geiler Sprung, ja. Ein geiler Zeitsprung dazwischen und so. Das ist cool. Und die ARCs sind nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Aber wenn du wirklich einfach nur auf Effizienz aus bist und Full HD Gaming machst, dann schau dir die RX 6600 an. Die hat mich dahingehend echt geflasht. Die ist richtig cool. Genügsam von Netzteilanspruch her. Aber kommt natürlich drauf an, was du jetzt für eine Karte hast. Wenn du jetzt hast, ich habe jetzt eine GTX 1070, dann würde ich sagen, oder eine Vega 56, ja, auf eine 66 zu gehen, lohnt sich nicht. Lohnt sich in keinem Fall. Habe ich jetzt eine GTX 1050? Ja. Upgrade gerne. Von der RTX 2070 ist auch Quatsch. Auch ein halber Schritt zurück. Heute erstmal eine ARC 770 zum guten Preis auf eBay eingepackt. Bin gespannt, wie die so ist. Nice. Man muss frustresistent sein. Penarate! Man muss frustresistent sein, weil bei jedem Start ja der Treiber erstmal geladen wird. Erstmal wird das Treiberpanel aufgemacht. Das müssen die anscheinend machen. Eher zur 67XT. Ja, ich finde, die 67XT ist halt auch wieder vergleichsweise hungrig. Die 67XT braucht ja mehr Strom als die 68 und leistet weniger. Zu welcher Karte würdest du mir raten? Ich habe zurzeit eine 89 und würde gern bei Nvidia bleiben. Gib es denn eine Preisvorstellung? Hast du denn da eine Idee? Mein Sohnemann hat gesagt, in Rocket League gibt es leider keine Replays von den Spielen. Was ziemlich kacke ist, oder? Das hätte ich gerne mit in den Parcours genommen. Aber wenn du es nicht reproduzieren kannst, dann hast du da halt keine Chance. Wer bin ich hier überhaupt? Was? Wer soll das hier sein? Das bin ich nicht. Bisschen Taui. CPU ist eine interessante Frage, ja, definitiv. Über einen Autostart deaktivieren, dann geht es nicht immer auf. Ja, aber dann sagt auf einmal OBS, ich habe keinen AV1-Encoder gefunden und so ein Kram. Ein 59X, okay. Ja, der ist nicht schlecht, ne? Welche Auflösung wird gespielt? Danke mit Shoutout, Penner, grüß dich. Gerade so am Schnacken. Ich frag mich, wer bin ich denn hier? Ist das so ein erfundener Nick oder? Was geschieht hier? Kann ich mich umbenennen? Ich habe sogar Freunde. Ich habe sogar den Cracky64 als Freund. Okay, ich frage nicht weiter. 1440p, okay. Schnacken ist richtig und wichtig. Cheatkonto, ja. Wahrscheinlich. Naja, gut, ich eruiere das nochmal. Auf jeden Fall habe ich den Launcher installiert. Das ist ja schon mal etwas. Dann holen wir uns mal den GOG-Launcher. Ich bin selbst mein Freund, ja, aber Gothic Ren sagt mir mal gar nichts. Kenny Schnitt, den Hühnerschrecker. Okay, hier muss ich jetzt auch wieder raten. Welche meiner 25 E-Mail-Adressen war das jetzt? Die war es nicht. Oder doch? Ich liebe das, wenn diese Menüs wieder... Wenn du aus Versehen mit der Maus aus dem Menü kommst und das Menü direkt zugeht, das sind die besten Menüs. Alarmmenü. Das war auch falsch. Benutzer wurde nicht gefunden. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage. Der hat funktioniert. Jemand hat dritte Bild laut vorlesen. Der.
Menüs sollten essbar sein, ja. Immer so herrlich mit Accounts, gibt so wenige, ja. Passwort Traktor 1234. Zweistufige Anmeldung, zwei Stufenschnitt. Ich war heute bestimmt nach anderthalb Monaten wieder beim Friseur. Also so einen Abstand habe ich in meinem Leben noch nicht geschafft. Danke, Frau Deutschland. Die kriegt wenigstens Termine. Wenn meine Frau Termine macht, dann kriegt sie die wenigstens. Ich krieg die nie. Bei mir ist dann immer, ja, kommen sie in 3 Wochen. Ja, 4070 Ti denke ich auch. Bis ein Taui, dann eine 4070 Ti, wenn du bei Nvidia bleiben willst und du 1000 Euro ausgeben möchtest. Deine CPU wird zwar in dem einen oder anderen Titel der limitierende Faktor sein, aber das kann man ja dann immer noch mal irgendwann mit dem 58X 3D eventuell ausgleichen oder halt einen ganz anderen Unterbau noch dazu. So, nimmt man da GOG Galaxy, ist das der Launcher? Oder, helf mir kurz. Downloads. Ist das GOG Galaxy? Ja, GOG Galaxy. I'm having problems with GOG Galaxy. I want to download GOG Galaxy. GOG, 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 GOG. I want to download, please. Do you have questions? Yeah, where's the freaking download button? So eine Runterladung. Schwengeldengel. Jens, danke Mann für 16. Geil. Da ist der Download-Knopf. Geil. Ich habe ihn gefunden. Er hat mich angeschrien. Lad mich runter. Aber 2.0. Geil. Hey Cracky, was sind eigentlich so gute GPU- und Hotspot-Temps? Möchte meine 4070 Ti übertakten, aber die wird dann unter Volllast 70 Grad und Hotspot 83-85. Sind die Temps schon zu warm? Hört sich für mich ziemlich super an. Aber warum trittst du so eine nagelneue große Grafikkarte? Weil du noch einen besseren Benchmark willst. 5HX 3D eine gute Wahl zum 3.6 ohne X zur 77er Arc? Ja, mit Sicherheit. Also 5HX 3D ist die stärkste Gaming-CPU, die du dir auf dem Sockel AM4-System schnallen kannst. Und es gibt eine Handvoll Titel, da ist die CPU quasi zurzeit noch unangefochten vorne. Die GOG Galaxy, das muss ich mir schon wieder anmelden. Kannst du dir das nicht merken? Ich bin doch schon im Browser hinter dir drin. So, guck dir doch einfach die Daten ab. Macht einen Unterschied. Macht definitiv einen Unterschied. Also ich meine natürlich, wenn du jetzt nur, wenn es jetzt wieder Zufall nur so will, dass du nur komplett grafiklimitierte Spiele spielst gerade, du spielst nur Quake 2 RTX, dann wirst du natürlich keinen Unterschied merken. Ja. Oder du spielst alles mit Raytracing. Dann ist wahrscheinlich der Unterschied nur bei den Minimum-FPS spürbar. Wir haben beim Knurunculus haben wir, er hat eine 2080 Super gehabt. Er hat eine 2080 Super und er hatte den 3.7X. Und da sind wir auf dem 5HX 3D gegangen. Und er hat halt alles in 1440p und Knallgas und RTX hier. Und der Unterschied war natürlich so relativ unwesentlich. Minimum FPS sind aber deutlich besser geworden. Weil natürlich die Grafikkarte einfach der limitierende Faktor ist. Mal davon ab, dass die Grafikkarte frische Wärmeleitpaste brauchte, aber... Ja. Sag mal, das ist der Cracky Yoli. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Der scheint tatsächlich richtig am Start zu sein. Sonst überlege ich, ob ich den EA-Launcher will oder nicht. Kann man denn hier bei allen sagen, dass sie sich bei Windows nicht starten sollen? Bei Steam ist klar. Bei EA weiß ich es jetzt pauschal nicht. Das habe ich im neuen Launcher irgendwie noch nicht gefunden, die Option. Benchmarks sind mir völlig, aber wenn ich bei Games noch ein paar mehr FPS rausquetschen kann, dann nehme ich sie gerne mit. Bist du denn im Grafiklimit? Unter Taskmanager Autostart deaktivieren. Ah.
Oder halt hier beim Systemstart öffnen deaktivieren. Die GOG Galaxy. Schau doch über den Taskmanager. Das ist auch in der Tat wieder so eine Verschlimmbesserung von Windows 11, dass sie diese Symbole hier eingeführt haben. Anstatt Text. Es kann doch nicht euer Ernst sein, sowas. Er muss es hier deaktivieren, oder wie? Deaktivieren, deaktivieren. Starten wir neu. Das kann doch echt nicht den hier ernst sein, oder? Updates sind im Gange. Obacht. Nur selbst mit Tabs wie im Browser beim Explorer wäre geil. Tabs im Explorer, das ist eine gute Idee, ja. Also Ryuzo, ich würde halt vorher verifizieren, ob du überhaupt im Grafiklimit hängst. Aber wenn du jetzt schon wahrscheinlich getweakt hast und schon Performance Fenster größer ziehen, dann kommt der Text wieder. Wo muss ich hier anfassen? Ich kann ihn nicht anfassen. Man muss den Hamburger ausklappen. Wahrscheinlich muss man ihn jedes Mal aufs Neue ausklappen. Warum sollte man den Platz jetzt hier auch nutzen? Aber guck mal. Sehr gut. Ich sandwich das, ja. Der Hamburger. Good night, Dania. Danke fürs Einschalten. Okay, that's cool. Dann brauchen wir Tango. Wir brauchen Dr. OneDrive können wir deaktivieren. Brauchen wir in dem Fall definitiv nicht. Microsoft Teams kann auch weg. Cortana ist eh deaktiviert. That's very good. Wir brauchen den CapFrame X und dann brauchen wir die Beta vom Riva-Tuner. TPM und Secureboot aktiv. Korrekt. Immer. So, Cap. Danke dir, Dania! Wupp, wupp! Vielen Dank, Mann! Anderen Browser können wir noch installieren, wobei. So schlimm ist der Edge nicht. Warum kein Dark Mode? Tut weh in meinem dunklen Zimmer, ja? Schaltet doch eure HDR-Displays aus. Was ist das überhaupt für ein Krebs, der erfunden wurde? Das ist ja schrecklich. Ich hatte es jetzt ein paar Tage bei mir an meinem Main-Display und hab's jetzt ausgemacht. Was eine Genugtuung. Aber für meine weiße Fläche, die musste die Augen wegbrennen! Ich meine, HDR ist zum Fotografieren oder Videografieren ganz nett. Dass es die Option gibt, dass das Bild halt ein bisschen egalisiert wird, wenn du so krasse Kontraste hast. Damit dir tief nicht absaufen und so Sache. Das macht ja irgendwo Sinn. Aber zur Wiedergabe am Display? For what, frage ich mich ehrlich. Was soll das? Optimieren vom Fenster spielen. Schau nicht ins Licht! Ja, und deshalb bin ich da nicht so empfindlich. Ich sitze aber auch weit genug weg vom Bildschirm. Aber für dich mache ich natürlich gerne den Dark Mode an oder irgendwas anderes. Ich muss es nur finden. Oh.
Sind das Chips? Das sind Chips. Was ist das? Ein Schnuller? Ein Zylinder? Pringles? Kann man die Leiste unten nach rechts machen? Nee, die ist da. Die ist da und bleibt da. Wolf, das sind Chips. Verhalten der Taskleiste, ja. Unauffällig. Oh, man kann sie linksbündig einstellen. Was ist los? Ach guck mal, jetzt kriegt der Jimbo Augenkrebs. Das ist so scheiße. Der Jimbo, den kenne ich natürlich persönlich. Das ist doof. Der ist mir dann schon lieber. Dann mach mal so. Wow, das geht. Das finde ich. Es ist auch. Du bist es einfach gewohnt. Du bist einfach gewohnt, hier in der Ecke rumzuhängen. Wirkt voll unecht jetzt, das Windows 11. Das kann nicht echt sein, das Windows 11. Oh, das Hintergrundbild hat sich schon geändert. Der Jimbo mag schwarzen Text auf weißem Grund. Er muss es wissen. Aber wir benennen sie hier mal um in gar nichts. In System. Still ruht der See, ja. The root is on fire. System. Ich wollte nach Riva Tuner Statistics Server schauen. Oder hat er den hier auch verlinkt? Redistributionals. Ah, wir könnten natürlich auch Dingsbums laden, ne? Ja, das ist sehr ärgerlich, Cebo, dass man die nicht mehr verrücken darf. Das ist eigentlich die größte Kritik, das größte Ärgernis an Windows 11, dass solche Dinge nicht mehr gehen. Ja. Echt nur, ich weiß nicht, ob ich die gleiche jetzt nochmal installiert habe. Insofern, nee, habe ich nicht. Okay. Das ist halt der größte Käse. Dark Mode am Handy, ja, nutze ich auch. Ah, ist bereits installiert, ne? Dann ist ja gut. So. Ist gar nicht. Haben die von der Handbrake mittlerweile eine neue Version raus? 1.6.0. 1.6.0 ist neu, oder? Vielleicht kann die ja schon AV1. Perhaps. Die braucht aber die Runtime 6.0. Die ist nicht standardmäßig dabei. So. Gibt es da die Modding-Tools für? Bestimmt. Ich bin mal gespannt sein, ob die das gefixt haben mit... mit den Ruckelvideos bei Intel. So. Finish Oxy Action. So, wie? Das hasse ich auch. Das mag ich auch nicht, dass ich von hier unten nichts rausziehen kann. Aus dem Empfohlen kannst du nichts rausziehen. Aus dem Angeheftet kannst du was rausziehen. Aber aus dem Empfohlen darfst du nichts bewegen. Weil ich bin ja, ich bin halt so ein Desktop-Mensch. Sonst bin ich wieder zu dumm, das auf den Desktop zu kriegen. Anstatt anheften und dann auf den Desktop ziehen? Nein. Rechtsklick? Nein. Linksklick? Nein. I hate it so much. Egal, jetzt lasse ich sie ohne Taskleiste.
Den Dateispeicherort öffnen, ja, dann muss ich mir da eine Verknüpfung machen und ziehe die dann rüber. Ja. Aber das ging auch mal aus dem Startmenü raus. Oder das geht quasi nur bei denen hier. Und wenn ich sie hier suche, vielleicht geht's ja dann. Guck mal, mit der geht's. Also als Suchergebnis funktioniert es nicht, aber wenn ich sie über die Buchstaben herausgesucht habe, kann ich sie rüberziehen. Ja? Das ist so inkonsistent, dass es halt verwirrt. Sagen wir es mal, wie es ist. Schauen wir doch mal hier unten, was es hier so gibt. Es gibt AV1 QSV. Das ist Intel. Und das war's? Kein AV1 für AMD oder so? Der AMD VCN Encoder ist vielleicht kein Preset drin, vielleicht muss man es dann händisch einstellen. Wir haben jetzt keine Datei, ne? Können wir hier nicht durchklicken, ist doof. We don't have a file. We need a file. We need Netzwerk. Ja, wollen Sie erstmal Netzwerk genehmigen? Ja, und das ist auch so eine Sache, die ich auch seit Windows 10 nicht verstehe. Oh, Sie wollen auf ein Netzwerkdevice zugreifen? Kann ich zugegriffen werden? Ja. Mein NAS kann ich nicht zugreifen, weil das zu alt ist. Aber dass der dann jedes Mal, wenn du darauf zugreifst, dass der dann nach Dingens fragt, nach einem Passwort, nach deinem Windows-Passwort und den Kram. Moment, jetzt muss ich über die Systemsteuerung wieder gehen. Über die klassische Systemsteuerung, damit ich in dem alten Programme-Menü wieder lande. Programme in Features. Und dann kann ich nämlich Windows-Features aktivieren. Und dann nehmen wir die einfache TCP-IP-Dienste. Und dann nehmen wir die Legacy-Komponenten wie DirectPlay. Und dann müssen wir irgendwo dieses SMB-Ding nehmen. Ne, SMB direkt war es nicht. Das hier. SMB 1.0, das brauchen wir. AV1 mit AMD und Nvidia fehlt noch. Okay. Jetzt neu starten. Bitte. Ja, diese Taskleisten-Modding-Dinger sind cool, dass es die gibt. Und auch Respekt, dass sie das immer wieder hinkriegen, so das so zu machen. Ich hätte da immer nur so ein bisschen Schiss, dass irgendein Update dann kommt, was mir automatisch am Patch Day eingespielt wird und danach geht nichts mehr oder so. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache. Wo dann Microsoft dann irgendwas an der Taskleiste geändert hat und dann beißt sich das mit dem Kram, den das Ding modifiziert hat und schon ist Holland in Not. So, jetzt können wir zugreifen. Guck mal. Jetzt muss ich nur noch mal meine kompletten Daten eingeben und einmal speichern. Das muss man aber auch wissen. Ja, geben Sie Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen. Dann denke ich so, im ersten Moment denke ich, okay, will der jetzt von mir das spezifische Passwort, um auf den Rechner zuzugreifen? Hallo Rechnerbesitzer, wie ist dein Passwort? Nee, er will einfach nur wissen, wie mein Windows-User und Passwort ist. Dann schreibt das doch dahin. Und vor allem steht als erstes immer da Benutzername oder Kennwort falsch. So, nehmen wir uns mal irgendwas Kleines.
RBC09. Was war kurz? Skate war kurz. Oh, die habe ich noch gar nicht umgerendert. Sieh mal einer, guck. So, Handbrake. Huch, keine Dateiendung. Doch, hier, Typ, MP4. Ja, ist egal. Ist jetzt nicht relevant dafür. Handbrake darf suchen. So, zack. So, was haben wir hier Schönes? Video. H264. AV1. Das ist aber dann CPU AV1. Ja, schade. Schade, dass wir das noch nicht mit der Handbrake testen können. Dann müssen wir das auch mit Kommandozeile encodieren oder so, ne? Oh, ist das lästig, ey. Es wird schwierig sein, das zu vergleichen. Da kannst du nur einen H265 Encoder nehmen und ab dafür. Aber das ist halt kein AV1. Render, du Wicht. Du musst wahrscheinlich nur einmal niesen, dann ist das Video schon fertig. Aber ja. Mir auch die erste Folge angeschaut. Achso, das ist eine Serie, eine neue. Ich schaue ja im Moment Big Bang Theory zum allerersten Mal. So, was haben wir hier? 250 Megabyte nur noch. Juhu, wir haben was klein gerendert. Ging bei mir mit der 160 auf der ARC, da stand dann AV1 Intel dran, ja. Hast du mal kontrolliert, ob die Videos danach noch flüssig sind? Quasi, dass man so ein flüssiges Gameplay hatte oder so. Hast du das mal gemacht? Würde mich mal interessieren. Genau, ich wollte Riva Tuner Statistik Server haben. Rava Tuner. Riva Tuner Statistik Server. ist aber nie. Ja, 2. Dezember. Könnte aber. Könnte aber aktuell wieder sein. Ola, alles ohne Probleme. Okay, ist interessant. That's very good. Ich meine, ich hätte die 734er Beta gehabt. Schule geguckt. Benchmark. Da sind Benchmarks drauf, da kann das sein. Lass mal gucken. So, Augen auf. Oh, also 734 Beta 6, genau. Ist halt neuer als. Ist aber von November und die haben hier 733 released. Okay. Ah, das ist 21, nicht 22. Alles klar. Haben wir uns um ein Jahr vertan. Hoppala. Okay. Dann müssen wir die Beta nehmen. Weil die arbeitet auch mit DXVK 2.0 zusammen. Was ist denn schon ein Jahr? Ja, nichts mehr, ne? Überhaupt nichts mehr. Das ist absolute Wahnsinnsshow.
Im Fernsehen und im Radio. Ja, Grafikkartentestsystem. Dann muss ich mir halt ein paar Titel überlegen, die da in Frage kommen, aber auch mal halt irgendwie sowas wie eine Benchmark-Sequenz oder sowas. Ich denke mal, ich werde gleich dem Store noch einen Besuch abstatten hier. Und dann kann ich anfangen, den Flight Simulator runterzuladen. Wobei, ich könnte ihn kopieren vom NAS. Dann hätte ich zumindest einen gewissen Stand schon mal. Marks of Flight Simulator. Ich habe doch Game Pass. Ich habe Game Pass. Hallo? Was ist jetzt hier wieder der Trick? Muss ich die Xbox-App starten? Ich muss sagen, echt, was Microsoft in den letzten Jahren mit seinem Windows gemacht hat, erinnert mich ganz stark an mich selber. Wie viele Baustellen wollen Sie anfangen? Antwort: Ja. Jederzeit. Immer weitermachen. Immer 25 gleisig fahren, weil Sie es können. Forza Horizon gespielt. Nee. Leider noch nicht. Wir installieren dieses Spiel in einen Ordner am ausgewählten Speicherort. Unbekannt verfügbar. Bester Speicherort. Hallo? Gaming Services erforderlich. Ja, dann mach doch. Grüne Leiste. Geht es jetzt? Jetzt geht es. Sie müssen erst Gaming Services. Ja. Können Sie nicht einfach so? Wo kämen wir denn da hin? Xbox. Ja, ne, ich komme ja zu nichts zum Anspielen. Also, was heißt, ich komme zu nichts? Ich begebe mich persönlich am allerliebsten in Gewässer, die ich kenne. Wenn ich weiß, dass ich dann einen guten Abend dadurch haben werde. Ne? Also Simracing zum Beispiel. Und dann mache ich das halt, weil ich dann einfach abschalten will, einfach eine gute Zeit haben will. Und die letzten Male, wo ich probiert habe, was Neues zu spielen, dann lief es nie. Wie war das mit der EA-App? Formel 1 lief nicht, Grid lief nicht und das FIFA lief nicht. Gut, das FIFA wollte ich nicht spielen, aber mein Sohn. Auch Call of Duty sieht cool aus. Aber stimmt, das können wir auch noch. Battle Tango-App können wir auch noch installieren da. Wir müssen uns schon. Das haben sie auch wieder alles neu gemacht hier, ne? Und jetzt kommt der Kack da. Mein Gott, Walter. Linux Gaming beliebter zu machen. iRacing fehlt. Ja!
Die EA-App ist da, ja, das ist schön. Ubisoft. For what? Für ein Anno oder so. Das stimmt, Anno 1800 müsste ich ja eigentlich haben. Ich hab's mal gespielt. Aber das ist auch sehr CPU-lastig. Das ist dann auch nicht so grafikkarteninteressant eigentlich. Und das werde ich nie gebenchmarkt bekommen. Ubisoft für Uno. Das besitze ich sogar. Wo lade ich denn die EA-App runter, bitte? Auf dem EA-Button? Ich hasse Websites nicht. Spielst du mal Tomb Raider Anniversary? Ich hab's 2-3 Mal probiert und es hat mich einfach nicht gecatcht. Vom Gameplay her. So schön es gemacht ist, so schön auch die Kulissen sind und die Nostalgie da reinkickt. Aber dieses dann da von Baumstamm zu Baumstamm hüpfen und keine Ahnung, irgendwie will es mich gameplaymäßig nicht so ganz erreichen. Am geilsten wäre eigentlich noch die Wii-Version, wenn die nicht so unglaublich schwer zu handeln wäre. Das ist eine extra Seite von EA. Warum sollte man sich hier auch anmelden, so wie es bisher war, und dann kommt der Download? Mann, was stimmt denn nicht mit euch? Ich muss quasi... Ich kenne den Kniff. Wahrscheinlich muss ich anfangen, hier ein Spiel auszuwählen und dann kriege ich den Download in die Fresse. Hier unten ist die EA-App. Ja, der Launcher heißt jetzt EA App, nicht mal Origin. Also man kann immer noch Origin installieren. Runterladen geht nicht mehr. Okay. Und das aktuelle FIFA läuft halt auch nicht. So aus Prinzip nicht. Darum bin ich jetzt auch kein EA Pro mehr, sondern nur noch EA Play. EA ist eh Quatsch. Ja, sehe ich genauso. Aber Sohnemann hat gemeint, bei FIFA würden Replays gespeichert. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Er meinte, man könnte sich zumindest die Wiederholung ansehen, aber vielleicht haben wir uns auch missverstanden. Ja, es liegt am tollen neuen EA Anti-Cheat-Programm. Und wahrscheinlich liegt es am Riva-Tuner oder so. Ist etwas tricky bei Windows. Aha. Auf Mac läuft's oder wie? Auf Geschwindigkeit ausgelegt. Need for Speed Unbound. Ich habe den so oft neu installiert und die Kack-App als Admin gestartet. Es hat nicht funktioniert. Und ich habe es auf 3 PCs gemacht und es hat nicht funktioniert. Und ich dachte, gut, dann halt nicht. So, Nummern, es tut mir leid. Tut mir leid für deine und meine Zeit, aber FIFA 23, Und jetzt weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, ob ich das mal probiert habe abzuschalten, den RTSS oder nicht. Ich weiß es nicht. Lustig war jetzt auch, ich bin jetzt von EA Pro auf EA Play runter und hatte zuvor schon FIFA 22 am Start. Aber jetzt mit EA Play wurde FIFA 22 standardmäßig nicht angezeigt in meiner Library. Ich musste es quasi neu manuell anstoßen. Witzig, dass FIFA Anti-Cheat hat im F1, aber wild rumgeht, dass der aktuelle Weltmeister gecheatet hat. Okay.
Wir brauchen eh nur Peggle. Nach Peggle brauchst du eh nichts mehr. Nichts anderes mehr. Aber ja, den Battle.net Launcher können wir noch installieren. So, wie war das mit dem Herunterladen von dem Kram hier? Muss man auf Spielen klicken und dann fängt er an, ihn runterzuladen? So war das, glaube ich, oder? Oder nuckelt der schon im Hintergrund gerade automatisch? Nee, nuckelt noch nicht. Ja, ich bin ich bei dir, ja. Battle.net Launcher und Steam, die machen das schon ganz gut. Auch was die Übersichtlichkeit angeht, das ist ja, Übersichtlichkeit ist ja King, ne? Kann sich eigentlich noch jemand daran erinnern, wie er umbenannt heißen sollte? Das war übrigens ein Shitstorm, den ich völlig nachvollziehen konnte. Wollten die Activision Blizzard App nennen oder irgendwie sowas? Grafikkarten für 500 Euro viel. Naja, mit Glück ist es eine Grafikkarte. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich finde, 500 Euro sind viel Geld. Für eine PC-Komponente. Weiß das noch jemand, wie die heißen sollte? Ich weiß es nicht mehr. Ah, Battle.net. Ja, genau, natürlich. Genau mein Humor, ey. Okay, Matt Merlini, mach's gut. Gern geschehen. Hab eine erholsame Nacht. Na, Abend, Grasil. Wir haben gleich 1 Uhr. Nicht nochmal so ein Battlefield wie Battlefield 3, okay. Es gab leider noch kein Battlefield, was mich gecatcht hat. Bin einfach nichts für mich. Sniper Elite 5. Wo muss ich morgen dann raus? Das ist ja früher als spät, ja. Aber zum Glück den Komfort der Gleitzeit. Das ist halt geil. Guck mal, da startest du es und dann schon fragt er schon, ja, wollen sie das Spiel finden oder nicht? Ja, und so Sachen. Das geht schon gut los. Nach Spielen suchen, ja. Ich meine, klar, jetzt haben wir noch nichts kopiert, aber theoretisch können wir kopieren. Das ist halt mega easy. Das ist kurz erklärt und ist übersichtlich. Ich meine, es ist natürlich auch übersichtlich von der Anzahl der Titel her. Das ist ja auch der Vorteil, ne? Chlorunkus kämpft auf dem Schlachtfeld. Hearthstone. Das geht bestimmt ab mit dem 5x3D. So, haben wir die drauf. Ja, Ubi Launcher, da habe ich jetzt glaube ich keine Idee, wie da das Kennwort war. Gucken wir, ob die Missives dann auch schön deaktiviert bleiben. Ich wäre ihnen sehr dankbar. Starten wir nochmal neu. Aber öfter ganz kurz Bildschirmaussetzer und nutze ich den AMD-Treiber, dann Wappenfehler. In meinen AMD-Treiber, also ich verstehe die Frage nicht so ganz. Ich meine, das kurze Bild weggeht, okay. Hast du mehr als einen Monitor dran? Oder ist das generell, dass du gar keinen Treiber für die Karte installiert hast? Bei den 5000ern war das mit
hey yo, Bildschirm wird mal kurz schwarz und kommt dann wieder, war das lange Zeit tatsächlich ein Problem. Neuer Monitortreiber für Windows 11. Okay, also wenn du einen Treiber installierst, dann crasht die oder was? Dann hat die Karte wahrscheinlich ein massives Problem, wenn denn der Rest von deinem System in Ordnung ist. Ja, das kann man ja dann nur quasi gegentesten, ob mal ein Kumpel eine Karte hat zum Ausborgen und dann... Na, ausprobieren. Ja, oder halt, ja, Installationsproblem, ja. Weiß ich nicht, habe ich jetzt in der Form seltenst erlebt, aber... Könnte natürlich auch sein. Genau, man kann Display Driver Uninstaller benutzen, aber wenn du eh schon Windows und quasi Windows auch frisch gemacht hast, dann ist der Display Driver Uninstaller ja eigentlich außen vor. So, Total Commander ist da einfacher. Temp im Idle bei 46 Grad. Ist doch normal. Meistens laufen die Lüfter ja nicht. Bei den Custom-Modellen. Good night, Ummel. Und wenn kein Treiber, läuft, dann ist auch keine Stromsparfunktion aktiv. Also insofern, da kannst du nichts drauf geben. Eigentlich sollte auch, selbst wenn die Kühlung im Sack ist und die Paste im Sack ist, sollte zumindest die Treiberinstallation hinhauen. -46 Grad beim Zocken. Nicht schlecht. Das habe ich mit Wasserkühlung auch so. 10 Minuten lang oder so. So, ich schau mal, ob ich... Ich habe aber schon mal ein Abbild gezogen vom Flight Simulator. Minesweeper. Ja, man kann das irgendwie nicht so genau eingrenzen, woran das liegt, dieses Problem. Ist am Überlegen, eine ARC 750 zu holen. Du musst halt erstmal wissen, ob es wirklich die Grafikkarte ist, die da das Problem ist. Ja, mieses Monitorkabel ist noch eine Option. Man weckt doch einfach alle Platten auf einmal auf. Das Monitorkabel auch getauscht, okay. Finde ich den Flight Simulator jetzt oder nicht? Da ist er doch, mit Ausrufezeichen davor. Very cool. Müssen wir nur die App-Data finden. Die waren hier bei Roaming. Oder Local, Microsoft. Ah, wo waren die denn? Oder sind die noch nicht da, weil ich ihn noch nicht angefangen habe zu installieren? Ja, ja, alle Platten auf einmal wecken. Das war jetzt... das meinte ich, ja. Ich weiß nicht, ob ich es generell immer will. Nur jetzt wollte ich halt hier Kopiervorgang starten und dann alle hopp. Aber ich glaube... Flight Simulator.
Username @data local packages. Packages. Local und Packages. Packages. Ah! Da ist er. Hey, Mooskrebs. Dann kann man mich vom NAS beamen, das ist auch eine Idee. Dann kann ich dann nachher nur updaten. Ist auf jeden Fall einfacher, als die 100 Gig komplett laden. Ich meine, wir werden demnächst eine RX57 nochmal hier in Aktion sehen. Mal gucken, wie sie sich verhält mit dem modernen System. Ob sie unauffällig ist. Bin gerade nebenher, es zu laden. Sehr gut. Chipsatz 3 von Border Zelt, ja. Also diese Hilfestellung, die könnt ihr dann gerne auch weiter in unserem Discord im Hardware Tipps und Tricks Channel dann verwenden. 7 GB sind es schon. Weltklasse. Was mich gerade verstört, dass der Total Commander noch nicht ermittelt hat, wie groß das Verzeichnis hier ist. Das seht ihr gerade nicht, aber das taucht dann normalerweise hier im Directory auf. 57XT. Das ist für so nochmal ein PC-Upgrade quasi, ja. Ja, es ist merkwürdig. Es ist dieses Unberechenbare bei dieser Problematik ist halt das Schlimme. Er hat die Puls, Sapphire Pulse. Also ist der normal Sapphire bester Brand für AMD-Karten. Aber er hat Puls! Breuwolf, moin, grüß dich. Mein Gott, Walter, sind das viele Dateien. Das sind Fragezeichen, 64.000 Dateien. Totaler Platzbedarf, da. Totaler Platzbedarf. Unfassbar. Parallel könnte man ja dann auch sagen, ich starte mal auf dem NAS die VM nochmal. Ja, das stimmt, Ameisenstock. Aber gerade dieses Hey yo, Black Screen, das habe ich halt auch erlebt. Vor allem dann, wenn mehr als ein Monitor am Start ist. Ich weiß noch, als ich die RX68 im Hauptsystem hatte, im Aqua, und dann einmal abends PUBG mit den Jungs zocken wollte und ja. Hey, da ist ein Gegner. Dann wurde mein Bildschirm 2 Sekunden schwarz. Das gibt's doch nicht. Und dann kam er wieder. Command Copy fängt halt direkt an, ne? Brechen nur halt keine Zeit, wie lange es dauert. Muss man das wissen? Sicher das. Ich muss es wissen. Ich muss das jetzt wissen.
hatte ähnliche Probleme seit Nutzung von sauberen Strom aus der APC, alles weg. Verrückt, gell? Ja, ist halt geil zu sehen. Na, guck mal, erstmal wollte ich die Frage wissen hier. Der Name der Zieldatei ist mit 264 Zeichen länger als 259 Zeichen. Die meisten Programme werden... ja, alle beibehalten, komm. Los geht's! 127 GB. Ja, aber warum passiert es dann nur unter Gaming-Last? Weil dann mehr Bilder durchs Kabel fließen, oder? Aber es war dann ja auch mit den neueren Treibern, war das Problem dann auch weg, tatsächlich. Zumindest war es mir dann nicht nochmal aufgefallen. Aber ich spiele auch einfach zu wenig, um repräsentativ in der Beziehung zu sein. Ich spiele viel zu wenig dafür. Ja, wo hast du denn die 57 XT her? Ist das eine neue Karte? Hast du die lokal bei einem Händler erworben oder wie? Weil zumindest im Preisvergleich war ja nichts mehr zu sehen an Modellen, die man kaufen kann. Vor allem Finger weg von billigen Displayport-Kabeln. Displayport ist echt die Seuche, was es angeht. Braucht bekommen vom Bekannten, okay. Und der hatte keine Schwierigkeiten. Das mit der Phantomspeisung vergesse ich auch nie. Definitiv nicht. Gute Nacht, Theolus. Definitiv nicht. Das war eine Katastrophe, ey. So, das ist meine Steam-VM. Ich meine, hey, ich lade das Internet runter VM. Warum auch immer Backup in Sync Hallo sagt, das verstehe ich nun wiederum auch nicht. Damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Ja, Wattman-Fehlermeldung ist schon merkwürdig. Ich meine, klar, die Karte fährt mal kurz hoch. Das ist schon komisch. Ja, so weit kommst du ja gar nicht. Wenn du den Treiber nicht installiert kriegst, dann kannst du da ja nichts untertakten. Und Taktspray, okay. Was haben wir als Phantomspeisung? Ach, dass CPU-Lüfter und Gehäuselüfter und Grafikkartenlüfter weiterliefen, nachdem ich den Rechner runtergefahren habe und er sich ausgeschaltet hat. Du hast das Stromkabel vom Netzteil gezogen, die Lüfter liefen immer noch. Dann hast du das Displayport-Kabel gezogen und dann sind die Lüfter stehen geblieben. Voll geil, wenn der Strom zurückfließt. Total gut. Macht doch Spaß beim Anfassen, ja. Das hatte doch die PC Games Hardware, hatte das da auch mal. Mit einem DVI-Kabel war es aber, glaube ich. Da hatten die auch das Problem. Wir haben so eine kleine Steam-Library auf jeden Fall am Start. Gibt es bei Steam eigentlich eine Option, dass man sagt, hey, mach mal alle Games aktuell? Weil ich muss die irgendwie immer hier in die Queue hauen quasi und dann macht er die halt nach und nach. Ansonsten macht er die ja dann, wenn er meint, wann er sie machen soll. Will.
So. Gut, dann können wir den mal machen lassen. Hier beamt er rüber. Das dauert noch etwas seine Zeit. Und ich kann mir hier schon mal sagen, dass ich dann bald runterfahren soll. Müssen wir vorher vielleicht noch in die Energieeinstellung mal gucken. Nicht, dass der sich schlafen legt. Einstellungen Downloads. Automatische Updates nur zwischen, ja. Ja, aber hier kann ich ja jetzt nicht sagen. Mach mal immer, du Pappnase. Vielen Dank für den Raid. Servus. Swines? Swines? Ist das richtig ausgesprochen? So, wir deaktivieren noch den Schnellstart, weil den finde ich auch doof. Ich will immer gern frischen Kernel haben. Auch wenn ich herunterfahre und wieder einschalte. Dankeschön. Niemals schlafen legen. Bildschirm ausschalten kannst du von mir aus nach 20 Minuten. Ja, das wäre eigentlich ganz geil, weil wie oft verabredest du dich mit den Buddies und denkst, alles klar, Rechner läuft schon, Rechnerform, also ich meine, ich mache das nicht, aber ich kann mir die Situation gut vorstellen. Rechner läuft schon, du machst den Rechner vom Abendbrot extra an, damit Steam läuft. Weil dann ist ja bestimmt alles aktuell, wenn du an den Rechner kommst. Und dann, ja, schön. Erstmal 7 GB Patch laden. Bei Bibliothek. Bei Einstellung Bibliothek. Nee. Wählen Sie die Bibliothekseite des Spiels. Verwalten Eigenschaften. Dann musst du für jedes Spiel, muss ich jetzt für alle Spiele, die ich hier habe, muss ich für jedes Spiel sagen, du sollst es automatisch updaten. Ja, okay, gut. Ich meine, das leuchtet ein, ja. Verwalten. Eigenschaften oder was? Oh Gott. Gibt es diese am Bastelnacht-Counter? Ja, gibt's. Updates. Dieses Spiel immer aktuell halten. Ja, funktioniert ja nicht. Ganz offensichtlich nicht. Hohe Priorität. Dieses Spiel immer zuerst automatisch aktualisieren. Ja, irgendwie hat man halt den Eindruck, Steam macht halt, wann es will. Es fühlt sich zumindest so an. Wahrscheinlich tun wir Steam Unrecht. Okay, alles gut. Geht es noch höher? Spiel jetzt aktualisieren. Hat er jetzt Race Room automatisch nach oben geschoben? Ne, hat er nicht. Aber hat hohe Priorität. Hier steht sogar. Geil. Klick mal unten auf Downloads. In den Eigenschaften des Spiels. Hier. Ja, hier waren wir doch. Und hier kannst du es ja dann anstoßen. Aber hier siehst du dann ja ganz oft, stehen sie dann drin und sind dann irgendwie geplant für dann und wann. Ja, das ist klar. Da kann ich hier sagen, jetzt herunterladen. Das ist klar. Das weiß ich. Hier kann ich sagen, weiter. Weil er schon angefangen hat damit. Damit hat er als erstes angefangen, nachdem ich die vor allem hochgefahren habe. Das ist ja auch okay. Also vermutlich tue ich dem Unrecht, aber es ist so eine Wahrnehmung, ja. Eine nervige Wahrnehmung. Aber by the way, wo wir gerade beim Laden sind, dann können wir doch noch einen, können wir noch machen. Gucken, ob das frische Windows und Windows 11 funktioniert. Darf ich denn hier auch Steam starten? Schnelleres Internet kaufen, Problem solved, ja.
Man ist schon, also viele sind ja einfach auch schon verwöhnt, so aus Prinzip. Gigabyte, ja, komm, schaffst du auch noch. Ja, läuft schon nicht schlecht, die Möhre hier. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass das große Einstellen, Gucken, Privacy View, was hier alles für Dinge gibt. Arbeitet das mit einer Webcam zusammen? Oder wie funktioniert das? Dass die Webcam guckt, ob du nur auf dem Bildschirm guckst? Oh, der X3D ist noch nicht optimiert. Hahaha. Das Tool brauchen wir auch noch. Ja, sie ist so ein Mittelding, Hans. Also sie ist definitiv nicht hundertprozentig in Ordnung. Wenn man sie nicht anfasst, dann schafft sie es so gerade, frei zu laufen. Aber zum Beispiel in Shadow of the Tomb Raider war der Stromverbrauch der Grafikkarte höher als bei Quake 2 RTX. Und da ist es sehr grenzwertig. Aber spätestens dann, wenn wir sie aufmachen, dann ist es zu viel. Also wenn wir das Powerlimit anheben auf 15%, dann ist vorbei. Das packt die nicht. Dann geht der Hotspot Richtung 110 Grad und dann ist Game Over. Wo war der? Garka Test PC. Ist der das? Ist er nicht. Das ist meine Sicherung von gestern Abend. Ja, also das ist definitiv nicht in Ordnung. Denkst du, ich weiß noch, was ich gestern Abend gemacht habe? Da! So. Provides enhanced privacy by spotlighting the area of the screen where you're viewing and blurring parts of the screen where you aren't looking. Wie anstrengend wollen Sie eine User Experience machen? Ja. Das hört sich in der Theorie schon so sinnfrei an. Dann benutze ich den Rechner halt nicht, wenn
schaue ich halt in der Bibliothek nicht nach meiner Steuer oder so. Keine Ahnung. WTF? Wie viel Müll die in den Treiber klatschen oder Verlinkungen in den Treiber klatschen, da kann man sich schon ein bisschen drüber aufregen. Ich muss sagen, echt, seitdem sie das, sie sehen das Interface, also den Adrenalin-Treiber umgestellt haben, war erstmal noch alles okay für mich, aber nachdem sie nochmal umgestellt haben, auf diesen Look, seitdem habe ich das dem nicht mehr groß die Aufmerksamkeit gewidmet. Um ihn zu lernen und zu üben und was weiß ich nicht was. Ich meine, es ist ganz nett, dass man gleich Tuning drin machen kann und so Sachen. Aber das ist wirklich, gefühlt ist es zu viel. Prinzipiell, klar, sicher, wäre das sicherlich ein interessantes Thema mit der Karte. Keine Frage. So, schauen wir mal. Ah, der Kopiervorgang läuft im Hintergrund. Der wird uns wahrscheinlich um die 60 plus FPS bringen, aber. Ach, das Interface ist zu klein. Schaffen wir 60? Ja! Na komm, komm, 61, 62. Yes! Schakalaka. Danke, Ryzen Deutschland. Very good. Ah, nochmal groß. Gehen wir nochmal rein. Der CPU-Leistungstest hier. Na toll, ey. Hätte ich da auch Mainboard hinschreiben können und CPU. 64 Bilder. Cracky 64. Nichts mehr machen. Ist schon brutal, wie der performt. Brutal. Also mit der Vaku auf dem Kopf und dem Undervolt durch die Kurve haben wir die Kurve gekriegt. Früher war alles besser. Nee, das möchte ich gar nicht sagen, aber es ist einfach nur so, dass gerade was Feature-Set angeht im Treiber und so, sah ich dann halt eher die Probleme, kriegt mal eure Blackscreens in den Griff. Das haben sie ja wohl geschafft. Gut, jetzt gibt es das Gerücht, dass Treiber Grafikkarten zerstört. Natürlich ist es möglich, ist ja erwiesenermaßen ist es möglich, aber was ich irgendwie einen komischen Zufall finde, gerade gab es das Video, was auf jeden Fall Bekanntheit ohne Ende gebracht hat bezüglich der 4090 von Roman, und der Reparaturversuche dahingehend. Und dann kommen die Leute alle auf den Trichter. Ey, der repariert auch Radeons. Na, endlich habe ich mal einen gefunden, der auch Radeons repariert. Dann schicke ich ihm mal meine Karte. Und dann gibt es im Fragebogen, haben sie den neuesten Treiber installiert? Natürlich habe ich den neuesten Treiber installiert, wie immer. Also das, da dann drauf zu schließen, dass da ein neuer Treiber daherkommt, der die GPUs explodieren lässt. I don't get it. Ich habe ja noch ein 38X. Lohnt sich Upgrade auf ein X3D oder lieber Sockel wechseln? Was für eine Grafikkarte hast du dabei? Im Prinzip würde ich definitiv für Gaming sagen, auf jeden Fall lohnt das Upgrade. Und ist der Rest zu aufwendig, zu teuer? Wenn du jetzt nicht gerade eine A320 Platine hast und 8 GB RAM drin oder sowas. Bei der 5800 X3D zum Beispiel, wenn man eine potente Grafikkarte hat und man spielt Paradebeispiele für den 5800 X3D, dann verdoppelt du die FPS damit. Von einem 3700X ausgehend. Der 37X ist jetzt ein bisschen schwächer als dein 38X. Aber mit einer 3080 zum Beispiel dabei, in einer Assetto Corsa Competizione hatte der Mattis doppelte FPS. Und wir reden hier nicht von 720p oder 1080p, sondern es war 1440p mit maximalen Details. Oder zumindest hohen Details. Ich weiß nicht, welches Setting er genau gefahren ist. Aber der pusht dir gut durch. Super geil. Das ist echt fett. Und das ist auch dann, im Prinzip ist das Grafikkartentestsystem dann auch mein Zocksystem der Wahl, wenn ich dann mal aufwendiger spielen will oder so.
Also ich will da nichts unterstellen. Es kann natürlich eine Treibersache sein. Aber für mich hat das auf jeden Fall einfach, hey, wir brauchen noch ein paar News. Du wolltest auf die XTX gehen, die wurde aber storniert, okay. Achso, deswegen, wegen dem MBA. Ja, angeblich war ja irgendeine Sache, irgendeine Frequenz, die dann anders lief, aber... Also, ich erachte das echt als unwahrscheinlich. Und ich habe auch nochmal über meine Radeon 7 nachgedacht, die bei dem anderen Repair-Shop einfach vergammelt. Weiß der Geier, was die damit gemacht haben? Die Schweine haben sich ja nicht gemeldet. Eigentlich müsste man sich da mal die Handvoll Zeit nehmen und zu einem Anwalt gehen und einen schönen Brief schreiben. Weil lohnt ja nicht. Die reagieren ja nicht, die Säcke. Brauchen erstmal 3 Monate, um das, was sie eingangs schon gesagt haben, nochmal festzustellen. Und zu sagen, ja, ist ein Wasserschaden dran. Den müssen wir erstmal wegmachen. Dann können wir weiter testen. 160 Euro. Habe ich gesagt, ja, dann macht mal. Ist für meine Zuschauer bestimmt interessant. Keine Reaktion. Saftladen, ey. Dann denkst du auch drüber nach, darüber ein extra Video zu machen. Aber dann ist ja direkt gefährlich, dass du Rufmord begehst. Also besser nichts machen. Aber andererseits denke ich mir auch nur, die Grafikkarte hat mich auch mal 850 Euro gekostet. Für eine Bastelnacht und den Spaß, um 4 Uhr morgens eine zweite Radeon 7 rauszuholen. Kacke da. Wahrscheinlich ist die tot, aber... Nee, ärgert mich. Du würdest kaputte Krakas hageln, ja. Möglicherweise. Der Ben hat ja auch eine 6.8er. Und mittlerweile weiß er, glaube ich, auch, wie ein Treiber-Update funktioniert. Und er zockt ja viel neue Dinge und dies und das und bla und blub. Mit dem More Power Tool rumgespielt. Ja. Das ist sowieso gefährlicher, als man meint. Aber das werde ich mal in die andere Richtung dann probieren, wenn es an die Maschine für meinen Sohnemann geht. Dass wir da mal mehr limitieren. Einfach mal gucken, wo die 5.7 dann noch gescheit effizient ist und der einfach an der Steckdose nicht zu viel nuckelt. Weil effektiv hier im Haushalt zockt mein Sohnemann am meisten. Wer hätte das gedacht? So. Custom CPU Name. Ja. Warum? Ja. Group Name. Okay. CPU. Oder Prozessor können wir hinschreiben. Mainboard. RAM-Info geht auch. Ist auch cool. Aber Frame-Time ist viel wichtiger, ne? Frame-Time-Graph. Warte, mal groß machen. Für 4K. Ja, nice. Kannst schon viele Infos einfach auf dem Screen unterbringen. Ist schon ein fettes Tool. Und dann mit einem Knopfdruck könntest du den Benchmark starten. Karte an der Wolle und ich hatte Hotspot-Probleme. Okay. Ich denke mal, die Spannung würde ich gar nicht, glaube ich, anfassen wollen, sondern würde einfach nur das Power-Limit weiter einschränken, als ich es default mit dem Treiber kann. Achso, da hattest Hotspot-Probleme vorher. Okay. Ja, das wird sicherlich auch nochmal ein aufwendiges Unterfangen. Ich will es dahingehend auch nicht übertreiben. Ich will einfach nur, dass sie nicht so hungrig ist, weil es ist ja ein Referenzdesign mit Radiallüfter. Die Ding soll einfach nicht viel nuckeln unter Gaming-Last. Es geht gar nicht darum, annähernd die Leistung einer 5.7 XT abzurufen. Solange es besser ist als eine GTX 1650, ist das schon eine Steigerung. LJ0, das würde ich definitiv bejahen. Der 58X3D, da darf man sich nicht vertun. Viele sehen halt nur, das ist ja wieder nur ein 8-Kerner. Aber wenn wirklich Haupteinsatzgebiet von dem Nutzer ist, zocken, dann sind die Spiele, die wirklich mehr Kerne in noch mehr FPS umsetzen,
nicht zahlreich genug. Es gibt immer die Extrembeispiele. Auf der einen Seite, klar, das neue Spider-Man zum Beispiel oder die neue Witcher schmelzt die Hardware-Edition. Aber genauso gibt es die Beispiele auf der anderen Seite. Den Flight Simulator, Star Citizen soll auf dem X3D unvergleichbar gut laufen. Assetto Corsa Competizione, Race and Racing Experience läuft fantastisch drauf. Ich denke mal, das gilt wahrscheinlich auch für iRacing oder so. Und von da an, das ist ein tolles Produkt. Und vor allem ist der effizient. Der ist halt auch effizient wie kein anderer. Ich meine, natürlich sind die Intels im Moment der King, aber was die da nuckeln, wenn die richtig gefordert werden, ist schon brutal. Na gut, jetzt haben wir 190 Watt CPU so zu 60-70% ausgelastet tatsächlich, wegen diesem alten Spiel hier. Aber es ist 4K Voxel Tango und alles, was dazugehört. Es läuft halt komplett auf dem Prozessor. Da hat die Grafikkarte nichts zu kamellen. Ja. Unterstützt iRacing, läuft denn iRacing mit DXVK? Cut the Slate, was sagst du dazu? Klar sind wir gespannt auf die 7000er X3Ds, aber vielleicht kann ich ja JZ Elektronik dazu überreden. wobei wird der sich wahrscheinlich ärgern, dass der nicht mal zwei 7000er von der X-Riege verkauft bekommen hat. Und wird mir dem Vogel zeigen, sich ein X3D auf Lager zu legen. Zumal er den 5000er X3D auch noch nicht da hatte. Aber ja, aber ich denke halt, iRacing wird wahrscheinlich auch so ein Kandidat sein, der sich über den schnellen Cash dann freut, über den vielen Cash, den der X3D am Start hat. Und der füttert halt große Grafikkarten schon extrem gut. 13.900K ist halt... Ne, du gewinnst wenig, wenn es nur ums Gaming geht. Ich meine, das ist ein riesen Arbeitstier, das du auch irgendwie gebändigt bekommen müsstest. Jetzt so komplett neu auf Sockel AM4 zu bauen, halte ich für nicht sinnvoll. Dafür sind die Mainboards mittlerweile zu selten geworden und im Verhältnis gesehen auch zu pricey, wenn man sich die Preishistorie der Platinen anschaut, dann sieht man, dass die Platinen mal günstiger waren. Aber ansonsten tut es auch ein 13.600K dann fürs reine Gaming. Ja, ist dann die bessere Wahl als ein 13.900K. Der dir dann halt, wenn du nicht ganz aufpasst, einfach die Hosen auszieht, was den Stromverbrauch angeht. Ja, Teil 1 hat halt diesen unvergleichbaren Charme. Das sehe ich auch so. Ich meine, ich hab jetzt keine Szenen dazu gesehen und ich habe das Spiel auch nicht viel gespielt damals. Aber es war halt immer eine faszinierende Technikstudie. Und der Symphonieorchester-Soundtrack und der Plot sind halt schon irgendwie eine geile Story. Und mit viel Liebe dahinter. Ich meine, theoretisch kann man natürlich noch bis Mitte Februar warten, was mit den neuen Ryzens sein wird. Aber wenn du einen Intel haben willst, aber dann muss es nicht der 13.900K fürs Gaming sein. Muss nicht. Also da mit einem 13.600K oder 13.700K meinetwegen, verlierst du quasi keine Gaming-Leistung. Aber es geht ein bisschen gesitteter zur Sache. Allein schon die Installation war ein Abenteuer, ja, vor allem auf Windows 98 SE. Wenn nach dem Kopieren der zwei CDs oder drei CDs auf einmal nichts mehr auf der Platte ist. PUBG in 1080p ist keiner CPU gewachsen. Aha! Schon mal was von Counter-Strike Global Offensive gehört? Das skaliert auch immer weiter.
So ist das natürlich. Das gibt's ja immer, ne? Aber auch Herr Outcast hier, auch wenn es nicht den Anschein macht, wir sind CPU-limitiert. Wer hätte das gedacht? Weil sonst hätten wir mehr FPS. F ist auch nicht so übel, aber ist halt der alte Kern, ne? Ist halt kein Raptor Lake, sondern Alder Lake, ne? Sag ich das richtig? Rocket Lake, ich komme da nicht klar. Raptor ist der aktuelle? Ich habe das nicht im Kopf. Ich kann mir die Codenamen bei den Intels leider nicht merken. Kommen mir zu selten auf den Tisch geflogen. Alder Lake. 1440p. Machen wir das Overlay da weg, das stört. Ja, B550 ist mit das Schönste. Da kann ich mir auch noch mal erinnern, sowas wie so ein B550 Tomahawk oder ein Extreme 4 oder ein Steel Legend oder ein Velocita. Das war immer so Preisregion 160, 170 Euro. Weiß nicht, wie da jetzt der Stand ist. Velocita. 195. Okay, das war immer ein bisschen pricey. Das ist eine Mega-Platine, die habe ich auch schon hier gehabt. Das ist eine Mega-Platine. Ach, come on. Kannst nicht tippen, ne? Sixtreme 478. Es ist sehr preisstabil, gell? Gab es eine Zeit lang mal für 170. Jetzt ist es bei 178. Ist es okay. Aber das ist halt auch, ja? Dann, bevor ich jetzt sage, ey, yo, bau dir ein X3D... dann baut ihr lieber ein Intel. Dann baut ihr lieber ein Intel mit dem B-Board. Muss ja nicht overclocken. Man kann die ja auch einfach default betreiben, die Dinger. Ja. Aber wenn man schon auf AMD-Plattform ist und ein vernünftiges Board hat, wie jetzt hier Disco Klaus ein X570, dann ist der X3D ein geiles Upgrade. Wenn man schon einen 5000er hat, also einen 59X oder sowas, oder einen 57X, einen 58X, dann ist es natürlich immer schon mehr ein Abwägen. Ja? Aber auch da gibt es dann die Titel, wo der 58X3D einfach den massiven Unterschied ausmacht. Das hat erst Hardware Unboxed wieder gezeigt, als 58X3D nochmal gebenchmarkt haben. Gerade sowas wie Assetto Corsa Competizione, da geht er durch die Decke. Da zieht der alle über den Tisch. Alle. Keine Gnade. Und der Unterschied ist auch da. Also gegenüber dem 5800X zum Beispiel. Der 5800X ist ja zum einen dann auch... ich meine, der 5800X3D ist default auch hitzköpfig. Aber er braucht halt weniger Strom als ein 5800X. Hier haben wir doch das kurze Raceroom-Video gehabt. Mit dem Grafen am Ende. Können wir auch nochmal anschauen. Hey, Werbung vor kurzem Video. Juhu! Ich finanziere mich selbst. Boah, zwei Werbeclips. Mega gut. Sparen Sie jetzt Energie. Dann habe ich am Ende den Grafen hier eingeblendet. Geboren, um zu leben. Und da sieht man halt hier zum einen auch, dass der 58X besser performt hat mit 65 Watt. Wahrscheinlich, weil er dann Single-Core etwas besser geboostet hat, weil er mehr Temperaturbudget hatte. Aber hier siehst du dann halt auch, wenn man auf die Average Durchschnitts-FPS guckt, dann gewinnen wir tatsächlich mit dem 58X3D, obwohl der beim Rendering ja deutlich langsamer ist, gewinnen wir trotzdem 20 Bilder dazu. Und das ist nicht 720p oder sonst was. Nein, das ist maximale Details in 1440p mit einer RTX 3090. Vom 58X auf den 3D. Ja? Und wenn du dir die Differenz anguckst vom 37X oder 39X, die geben sich da nichts. Die schaffen 80 Bilder, das ist fast eine Verdoppelung. Von hier 80,4 auf 147. Wenn wir jetzt von den Average ausgehen. Da sind die Minimums noch nicht drin. Ja, die schlimmsten, schlechtesten FPS.
98 beim X3D, beim 39X sind es 53. Wo wäre bei 57G bei der Rangliste ungefähr? Ich denke mal irgendwo hier zwischen, ne? Er müsste eigentlich irgendwo hier zwischen sein. Zwischen 3.9 und 5.8x. Das ist aber natürlich ein Paradebeispiel für den 3D. Ja? Das ist ein Paradebeispiel für den 3D. Genauso gibt es tatsächlich auch einzelne Titel, wo der 5.8x etwas stärker ist als der 3D. Aber die sind halt seltener als die Titel, wo der 3D vorne ist. Und das ist ein Paradebeispiel für den 3D. Simulation. Wir haben ja hier den 5.5er da mit drin. Wobei der 5.5er eher auch so, ja, einem 3.6er entspricht irgendwo. 3.6er, 3.7er oder so. Aber ja, siehe, ich habe ja, das will wirklich selber Hand angefertigt, den Scheiß. Habe ich auch mit Assetto Corsa Competizione gemacht. Müsste ich eigentlich auch mal ein Video schneiden und einfach so hochladen. Ist eigentlich ganz cool als Referenz, um sich das nochmal anzugucken. Dann habe ich wirklich das alles CPUs quasi aus meinem Bestand, wenn du so willst. Und der 39X hat seit dem Benchmark krumme Beinchen. ACC und 58X3D, muss ich dir sagen, definitiv. Moment. Australischen Freund hier fragen. War das hier damit? War das das oder wo war da mal der Vergleich? Zwei Monate? Hier, das ist vor zwei Monaten, das war aktueller. Ich melde mich mal kurz an. Wo ich jetzt auch drei Werbeclips gucken muss. Far Cry war, glaube ich, zum Beispiel so ein Beispiel, wo der 58X. Ah, hier haben wir keinen 58X dabei, hier haben wir nur einen 56X. Naja, da ist auch der 3D stärker. Okay. Hitman. Naja, da haben sie ACC nicht dabei gehabt, schade. Aber irgendwo hatten sie ACC dabei. Es waren aber mehr Titel. Hier haben wir ACC, ja. Aber das wird halt mit dem 5.6er und dem 3.6er verglichen. Ja, ist auch nett. Wir haben die hier sogar tatsächlich nur eine 66XT benutzt. Eine kleine Grafikkarte benutzt. Just for fun. Und dann mal Release wieder auf den 7000er upgraden. Ja, aber es ist halt die Sache, ob du jetzt 350 Euro in die Hand nimmst und nur eine CPU wechselst oder eine komplette Plattform wechseln musst und dann vierstellig wieder bist. Ich muss auch ins Bett, Mann. Wir können uns ewig unterhalten. Aber war unterhaltsam. Fand ich gut. Wir machen auch Feierabend. Ja. Naja, aber ist ja cool. Ich meine, ich kann im Moment zwar mit der Sim nichts anfangen, aber die Performance ist nicht wegzudiskutieren. Ja, in diesem Sinne, vielleicht sieht man sich auch nochmal auf der Rennstrecke. Cracky64-Kanal, lasst gerne auch mal da ein Follow da. Und hier auf dem Ravioli haben wir auch bald die 20.000 voll geböllert. Das freut mich sehr. Und kann ich YouTube-Link schicken? Ja, darfst du. Es ist erlaubt. Danke für den Shoutout noch rausgehauen. Danke fürs Moderieren, danke fürs Dabeisein. Es war mir ein Vergnügen. Und ich verabschiede mich hier von euch dann einfach mal auch für die YouTube-Aufzeichnung. Wir sehen uns demnächst wieder.
Nehmt was mit. Schreibt euren Senf darunter. Bleibt sachlich. Wir wollen doch alle nur Spaß haben. Tschüss.